Herzlich willkommen zu diesem Medienimpuls zwischen Kinderprogrammen und Social Media Preteens und die Herausforderung für Jugendmedienschutz und Medienbildung. Herzlich willkommen dazu. Ich bin Theresa Sickert und darf Sie heute begleiten durch diesen Nachmittag und vor allen Dingen recht herzlich begrüßen im Namen der Freiwilligen Selbstkontrolle Multimedia und der Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen. Und wovon sprechen wir eigentlich, wenn wir von Preteens sprechen? Das ist die Altersgruppe zwischen 9 und 13 Jahren. Und es ist genau diese Altersgruppe, die ja schon ziemlich viel online ist, aber das ohne eben große elterliche Aufsicht und dort gerne Angebote nutzt, die vielleicht nicht so ganz für sie gemacht sind oder tatsächlich nicht für sie gemacht sind. Zu den beliebtesten Apps dieser Zielgruppe gehören unter anderem WhatsApp, YouTube und TikTok, also soziale Netzwerke, wo eigentlich die Jugendlichen oder die fast Jugendlichen noch nicht sein dürften. Und deshalb wollen wir uns aber mal diese Altersgruppe heute etwas genauer anschauen. Wie kann eine sichere, positive und selbstbestimmte Mediennutzung aussehen? Und wie muss eigentlich ein effektiver Jugendmedienschutz für diese Altersgruppe gestaltet sein? Wir wollen das in zwei Abschnitten tun. Wir wollen erst einmal eine Bestandsaufnahme machen und dann im zweiten Teil schauen, was es eigentlich noch für Handlungsbedarfe gibt für Anbieter, Eltern, pädagogische Fachkräfte, aber eben auch auf Seiten der Regulierung und die Frage stellen, was können denn eigentlich Preteens gebrauchen, damit sie besser geschützt sind und gleichzeitig aber auch empowered werden bei ihrer Mediennutzung. Bevor wir jetzt aber in diesen gemeinsamen Nachmittag starten, darf ich Ihnen noch zwei Leute vorstellen, die hier zu meiner Linken stehen, die ganz maßgeblich dafür verantwortlich sind, dass wir heute hier sind. Und zwar Claudia Miekert, Geschäftsführerin bei der Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen und Martin Drexler, Geschäftsführer bei der Freiwilligen Selbstkontrolle Multimedia. Schön, dass ihr bei mir seid. Martin, wir wissen, das habe ich gerade auch schon gesagt, dass die Preteens gerne und viel online sind, aber eben ohne elterliche Kontrolle im Großen und Ganzen. Und die FSM hat zuletzt 2022 einen Jugendmedienschutzindex veröffentlicht. Das sind repräsentative Umfragen. Was ist dabei rausgekommen, wenn es um online bezogene Risiken geht, eben für genau diese Gruppe, die Preteens? Da sind ganz verblüffende Sachen rausgekommen, gerade auch im Vergleich zu der Studie, die wir vor 5 Jahren gemacht haben. Da hatten wir also die Möglichkeit, auch Entwicklungen nachzuzeichnen. Wir haben zum Beispiel gesehen, dass die schutzbezogene Medienerziehung in der Familie schon deutlich zurückgeht, wenn die Kinder 11 Jahre alt werden. Also schon in dem Alter hören die Eltern so langsam auf, sich darum zu kümmern und wirklich für Schutz zu sorgen. Und gleichzeitig haben wir von den Familien gehört, sowohl von den Eltern als auch von den Kindern, dass es häufig zu Streit kommt, was die Mediennutzung angeht. Also so gerade in den Familien, wo die Kinder im Alter so zwischen 11 und 14 sind, sagen sowohl Eltern als auch Kinder, wir streiten uns häufig darüber. Und die Zahl oder die Anzahl der Menschen, die gesagt haben, sie streiten sich darüber, ist deutlich gestiegen im Vergleich zu den Zahlen 5 Jahren zuvor. Ansonsten, wenn wir uns anschauen, wie Eltern mit der Mediennutzung ihrer Kinder umgehen und gerade auch mit dem Beschützen, mit dem Beaufsichtigen, dann geht es natürlich mit dem Begleiteten Nutzen los. Ne? Gerade bei den kleineren Kindern, da sind die Eltern einfach dabei, wenn Medien genutzt werden. Interessant ist aber, wie schnell Eltern das sein lassen und in welchem Alter schon. Wenn also beispielsweise von den Eltern der 9- bis 10-Jährigen noch 60% der Eltern sagen, da sind wir dabei, wir nutzen die Medien gemeinsam, wir gucken über die Schulter, wir leiten an und so. 60% der 9- bis 10-Jährigen. Und bei den Eltern der 11- bis 12-Jährigen war es nur noch 30% der Eltern, die dabei waren. Da ist also in einem kurzen Spektrum sehr viel Veränderung im Prinzip passiert. Wir haben auch die Eltern und die Kinder gefragt, wie sie denn ihre eigenen Fähigkeiten einschätzen beim Umgang mit Online-Medien, so ganz allgemein gesprochen. Und schon im Alter von 13 bzw. 14 Jahren, da glauben die Eltern, dass ihre Kinder das besser drauf haben als sie selbst. Und witzigerweise die jüngeren Kinder, die überschätzen die Fähigkeiten ihrer Eltern. Das ist noch die Zeit, die wir als Eltern auch gerne mögen, wo wir noch so ein bisschen auf so ein Podest gehoben werden. Also die jüngeren Kinder trauen den Eltern wahnsinnig viel zu, und zwar zu viel. Und gleichzeitig trauen die Eltern den jüngeren Kindern weniger zu als die sich selbst und überschätzen die Fähigkeiten der älteren Kinder. Und schließlich ist es so, dass nur ein Drittel der 9- bis 10-Jährigen glaubt, gut oder sehr gut mit Online-Risiken umgehen zu können. Im Alter von 13 bis 14 sind das schon 2/3 der jungen Nutzerinnen und Nutzer, die denken, die können das selber. Wir sehen also, dass in einem sehr schmalen Zeitfenster, so zwischen 9 und 13, wahnsinnig viel passiert. Und
Das gibt uns zu denken, weil wir wissen, es gibt viele Medienangebote und viel Vorsorgemaßnahmen für kleine Kinder im Vorschulbereich, im Grundschulbereich. Und spätestens, wenn sie dann 13 sind oder vielleicht sogar 16, dann dürfen sie alles quasi nutzen und können ganz viel und machen alles alleine. Aber dazwischen, da passiert in der kindlichen Entwicklung sehr viel, da passiert in der Familie sehr viel, nämlich die Eltern ziehen sich zurück und die Kinder finden nicht den Anknüpfungspunkt vor, den sie suchen. Und deshalb haben wir für die FSM gesagt, okay, das ist eine Altersgruppe, die müssen wir uns ganz genau angucken, genauer als bisher angucken. Wir haben uns für dieses Jahr viel vorgenommen, gerade in diesem Bereich zu arbeiten. Und dieser Medienimpuls soll ein Auftakt dazu sein. Und es ist auch ganz spannend, auf die Altersabstufungen zu gucken. Also auch wenn es um die Inhalteprüfung geht. Also man gibt frei ab 6, ab 12, ab 16 und so weiter. Und da passiert ja eben wahnsinnig viel in diesem Alter. Gerade wenn wir jetzt zum Beispiel über 6 bis 12 reden. Also natürlich hat ein 7-Jähriger oder eine 7-Jährige ganz andere Bedürfnisse, auch ganz andere Schutzbedürfnisse als beispielsweise ein 12-jähriges Kind. Inwiefern also könnt ihr da bei der Inhalteprüfung, bei der FSF, diesem Umstand überhaupt Rechnung tragen, dass da eben so eine große Spannbreite ist? Du hast recht, das ist ein sehr großes Feld zwischen 6 und 12 und wir haben ja auch eine entsprechende weite rechtliche Auslegungssituation, gerade im Fernsehen, wo wir im Tagesprogramm beispielsweise 12er-Inhalte zeigen können, wenn sie denn das Wohl jüngerer Kinder nicht gefährden. So, und da machen wir was draus. Das ist dann natürlich immer die Frage, ist das noch ein Inhalt, der eher der nur von ab 12-Jährigen verstanden und entsprechend eingeordnet werden kann. Ist das so ein Inhalt? Ist ja also ganz klar 12. Ist das etwas, was Kinder weiterbringt, vielleicht auch Jüngere, sodass man sagen würde, hier wollen wir dann doch mal den Preteens mehr zutrauen? Ist es etwas, was vollkommen ausschließt, im Tagesprogramm gespielt zu werden? Also das sind so die Abwägungsfragen. Und ich denke, häufig wird ja auch gesagt, ja, wenn es eine Kategorie 9 gäbe, dann wären wir da weiter. Ich glaube nicht unbedingt. Also vielleicht, wenn man über Kinderprogramme spricht, dann schon. Dann könnte das helfen als Orientierung für die Eltern, für die Kinder auch. Aber bei den vielen Inhalten wäre es nur eine Kategorie mehr. Und wir würden die Aufgabe nicht lösen, eben zu entscheiden, geht das gerade noch oder eben nicht mehr. Und das wird also heute auch eine der spannenden Aufgaben sein, also sich so ein bisschen genauer eben anzuschauen, wer sind denn eigentlich die Preteens, was brauchen die, das wollen wir also heute herausfinden, wo soll die Reise hingehen, und damit bedanke ich mich erst einmal recht herzlich bei euch beiden und damit kommen wir nämlich zu Stefan Glöckler. Er ist Referent in den Bereichen Bürgerfernsehen sowie Medienforschung für die Medienanstalt Rheinland-Pfalz und studierte Erziehungswissenschaften mit dem Schwerpunkt Medienpädagogik sowie Soziologie mit dem Schwerpunkt empirische Sozialforschung. Zuvor war er bei der EU-Initiative ClickSafe und seitdem koordiniert er im Bereich Bürgermedien, lokale Fernsehsender und ist als Mitarbeiter für den Medienpädagogischen Forschungsverband Südwest unter anderem eben Mitautor der Kim und Jim-Studie. Und aus genau denen wird er uns jetzt berichten, was relevant ist für die Preteens. Bitte schön. Ja, vielen Dank für die super nette Aufnahme hier in Berlin. Ich bin gut angekommen. Es haben mich ganz viele Leute irgendwie gefragt bei der Veranstaltung. War ich clever und habe diesmal Wetterkapriolen und Bahnstreiks getrotzt und rechtzeitig gebucht. Ich bin heute aus der Südpfalz angereist. Nur, dass Sie das wissen, also Südpfalz, Pfalz, das ist der Unterschied ungefähr so wichtig wie einem Bayern und einem Franken, der Unterschied zwischen beiden. Aber ich freue mich total, dass das geklappt hat und würde Sie gerne mitnehmen, einfach in so ein paar Daten. Möchte so ein paar Dinge aber ganz gerne noch mal kurz erklären. Ja, ich arbeite für die Medienanstalt Rheinland-Pfalz, aber ja, ich arbeite vor allen Dingen jetzt hier und heute für einen Medienpädagogischen Forschungsverbund. Also wir sind ein Verbund von drei starken Partnern. Das ist die Landesmedienanstalt des Landes Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz und der SWR ist ebenfalls mit im Boot ein tolles Team. Und was machen wir? Wir machen repräsentative Studien zur Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen und das schon relativ lange. Mir ist vorhin irgendwie, als ich da nochmal durchgestöbert worden, klar geworden, dass wir dieses Jahr zwei Jubiläen haben. Also wir haben letztes Jahr 25 Jahre lang Jim-Studie gehabt. Ich weiß nicht, wer von Ihnen, ich muss mal kurz fragen, wer kennt das hier so? Gut, super,
Ich hoffe, keiner geht jetzt wieder. Und dann ist mir eingefallen, wir haben dieses Jahr auch 25 Jahre KIM-Studie. Also es ist gleich zwei große Jubiläen im Haus. Wir machen diese Studien repräsentativ und wir haben zwei Altersgruppen, also die sich so ein bisschen am Schulsystem orientieren, das merken Sie, 6 bis 13 bei der KIM-Studie und 12 bis 19 bei der JIM-Studie. Ich gucke jetzt nachher schwerpunktmäßig in die Daten von der KIM-Studie. Ich habe in Einzelfällen auch mal, ne, wir gucken ja heute speziell die Preteens an, das kann ich aus unseren Datensätzen nicht so ohne einen riesigen Aufwand alles rausziehen, aber wir haben Gott sei Dank die Gruppen ein bisschen geclustert, sodass wir da ein bisschen was mitnehmen können. Und an ein, zwei Stellen blicke ich auch mal ein bisschen in die Welt der Jugendlichen rein, weil das auch ganz interessant wird, etwa beim Thema Jugendmedienschutz. Ja, genau. Also KIM-Studie wird so ein bisschen der Schwerpunkt heute. Die ist so ein bisschen fast vernachlässigt. Ich will noch ein bisschen Werbung machen, weil die meisten das nicht wissen. Also die meisten kennen die JIM-Studie vom MPFS. Die KIM-Studie ist eigentlich viel aufwendiger. Ja? Also wir machen die alle zwei Jahre, auch deshalb, weil sie so aufwendig ist. Die wird als persönliches Face-to-Face-Interview geführt. Ein sehr teures und auch ein, ja, glaube ich, hochwertiges Verfahren, bei dem wir zu Hause sowohl die Eltern als auch die Kinder in einer häuslichen Situation befragen. Und weil die eben so aufwendig ist, findet die nur alle zwei Jahre statt. Nur so als Orientierung nochmal. Und ich würde gerne am Anfang mal einen Blick werfen, noch mal in diese Haushalte quasi von dieser Gruppe quasi, was das Thema Medienausstattung angeht. Ne? Ich probiere es immer mal so ein bisschen dazu zu sagen, ich habe die Daten häufig, sind sie ein bisschen global über die 6- bis 13-Jährigen. Ich sage es noch mal speziell dazu, wenn wir es nach Alter geclustert haben. Also Sie sehen hier Medienausstattung im Haushalt und da ist die Welt der Kinder interessanterweise gar nicht so viel anders als die Welt der Jugendlichen. Also wir sprechen heute eigentlich in einem Haushalt, in dem Kinder in unserem Studienalter leben, eigentlich fast von der Vollausstattung mit Medien. Ja, da ist praktisch immer ein Fernsehgerät, da ist praktisch immer ein Internetanschluss verfügbar. Es gibt praktisch immer ein Smartphone. Wir reden im Moment noch von der Haushaltsausstattung. Obacht, ne? Persönliche Ausstattung der Kinder kommt gleich. Aber auch hier, wenn ich mal so eine 50%-Marke so irgendwie nehme, sieht man auch vom Radio, Drucker, Blu-ray-Player und so weiter, die sind ebenfalls im Haushalt allesamt vorhanden. Und ich meine, wir leben im Zeitalter von Medienkonvergenz. Jeder weiß, wo ein Smartphone ist, habe ich eigentlich sowieso fast alle diese Geräte irgendwie in der Hosentasche. Also das heißt, die mediale Welt der Kinder ist so vielfältig und da ändert sich auch später zum Jugendalter gar nicht mehr so viel, interessanterweise. Ja? Genau. Was, glaube ich, für uns ganz spannend ist, jetzt nochmal genau anzugucken, wie sieht eigentlich diese Medienausstattung der, wie sieht die Medienausstattung der Kinder eigentlich aus nach Alter gestaffelt? Und was das, was diese Altersstaffelung angeht, ist mir das nochmal wichtig. Da habe ich jetzt auch mal diese Altersgruppen rausgezogen, wie wir uns jetzt in diesen Preteens uns angucken. Ja? Wir haben eigentlich immer die Befunde, sowohl in der KIM als auch in der JIM-Studie, dass das Alter eigentlich so die Variable ist, die, was das Thema Mediennutzung angeht, einen ihren Impact hat. Ja? Also da sind die Unterschiede häufig wesentlich größer als jetzt zum Beispiel zwischen Jungen und Mädchen oder zwischen Gymnasium und zwischen Realschule. Und das sieht man auch hier wieder, also mit steigendem Alter steigt natürlich der Zugang zu einer persönlichen Medienausstattung hier, am allermeisten beim Thema Handy und Smartphone. Also wenn wir jetzt hier bei 12-, 13-Jährigen, also nicht bei unseren Preteens in der Endgruppe angekommen sind, dann haben wir auch da mit 81% praktisch eine, ja, noch keine Vollausstattung, ne? Man wird da nicht von Vollausstattung sprechen, aber das ist im Wesentlichen schon durch. Wenn ich dann in die JIM-Studie gucke und nehme noch die nächsten zwei Jahre dazu, dann haben sie alle eins. Ja? Dann sind wir also praktisch in der Vollausstattung, was das Thema Smartphone angeht. Und was ich interessant finde, Sie sehen das auch so, ne? Bei 8 bis 9 und dann der Wechsel rüber zu den 12- bis 13-Jährigen, das ist überhaupt kein Thema. Da können sich die entsprechenden Raten schon mal verdreifachen, zumindest aber mal verdoppeln. Also das heißt, es ist ein wahnsinnig dynamisches Alter, genau wie der Martin das vorhin schon gesagt hat. Also in dieser Altersgruppe passiert wahnsinnig viel, was die Ausstattung angeht und was das später auch das Thema Jugend- und Kindermedienschutz angeht. Da gucken wir nachher auch noch mal drauf. Was man hier sieht, ist dieses Thema, ja, was wir insgesamt an Themen haben, die verlagern sich auch immer weiter quasi in jüngere Altersgruppen. Also ich kann das noch nicht mal so schön an den Daten von der KIM-Studie hier zeigen, sondern das, was ich eigentlich interessanter an der Stelle mal einflechten will, ich mache relativ viele Elternabende. Ja, keine Ahnung, so 20 Mal im Jahr bin ich in Rheinland-Pfalz unterwegs an Schulen und kümmere mich um Elternabende. Das mache ich schon relativ lange.
ungefähr 10 Jahre. Und vor 10 Jahren habe ich diese Elternabende praktisch ausschließlich im Bereich der Sekundarstufe gemacht. Ja? Vor 10 Jahren war das ausschließlich Sekundarstufe. Mittlerweile mache ich diese Elternabende praktisch ausschließlich an der Grundschule. Also das hat sich völlig gewandelt, das Feld. Und das sieht man eben auch hier, was das Thema Medienausstattung angeht. Für mich ist immer so einer der ganz spannenden Fragen irgendwie Nutzungszeiten. Ja? Also da haben wir so ein bisschen so Hard Facts. Also wie lange sind Kinder eigentlich online? Weil danach können wir dann gucken, was sie da machen. Aber wie lange nutzen sie das eigentlich? Und da habe ich erstmal für diejenigen, die so ein bisschen ängstlich sind, erstmal gute Nachrichten. Und zwar erstens, das ist auch wieder stark altersmäßig gestaffelt. Also das heißt, die Internetnutzung ist bei jüngeren Kindern ist das noch nicht so weit verbreitet, sehen Sie hier, 6 bis 7 Jahre. Und wenn wir dann aber in den nächsten Altersgruppen weiterrücken, ne, 8 bis 9, haben wir schon 60%. Und bei der Altersgruppe 12 bis 13, am Ende unserer Preteen-Phase, sind wir dann quasi auch hier bei einem kompletten Internetzugang, den die Kinder halt quasi haben persönlich. Ne? Also das sind quasi die Kinder, die hier online sind. Und was machen die an zeitlicher Nutzung? Und da gibt es so ein, zwei Dinge, die uns bis heute immer noch ein bisschen verwundern. Ich frage mich immer, wann sich das ändert. Also Leitmedium für Kinder in dem Alter, also über unsere ganze Altersgruppe geguckt, aber auch wenn man diese einzelnen Alterskohorten jeweils nimmt, ist immer noch das Fernsehen, noch mehr als das Internet. Ich glaube, das wird sich jetzt auch nicht mehr, wird sich nicht immer ewig, noch nicht immer ewig halten, aber das ist immer noch von den Nutzungszeiten, die Kinder quasi dort am Bildschirm verbringen, immer noch das Top-Medium. Und das werden wir gleich im Vergleich zu den Jugendlichen sehen. Ich sage immer, die Kindheit ist für Leute, die einen bewahrpädagogischen Ansatz haben, also ich sage gleich dazu, es gehört nicht in meine Welt, ja, aber immer noch eine Insel der Glückseligen. Ja. Also hier, wir haben immer noch, also es sind eigene Angaben, das sind Schätzungen von den Kindern oder beziehungsweise von den Eltern hier, liegen wir bei rund 45 Minuten täglicher Online-Nutzung. Also ich schwenke gleich mal über in die Zeiten zu den Jugendlichen, da können wir dann nochmal gucken, da sieht es dann nicht mehr ganz so aus, aber wer irgendwie sagt, Internet ist eine böse Welt, ist eine schwierige Welt, bei den Kindern stimmt sie noch, ja, 45 Minuten und da hat sich die letzten Jahre auch tatsächlich gar nicht so viel geändert, das hat uns total überrascht. Ich werde gleich nochmal Zahlen aus der Gym-Studie zeigen, die haben uns bei, während der Corona-Zeit sind uns da die Nutzungszeiten quasi durch die Decke gegangen. Die Kinder hat das nur ganz am Rande tangiert, ein Minütchen plus, ja, irgendwie von 45 auf 46 Minuten während der Zeit der Pandemie, das ist bei den Jugendlichen ganz anders gewesen. Aber auch andere Aktivitäten, die hier drin sind, Videostreaming fängt jetzt an Bedeutung zu gewinnen bei Kindern, da werden auch vor allen Dingen Kinderangebote quasi geguckt, ja, Disney Plus und Co., aber auch Computerspiele, Sie sehen, das spielen da noch eine große Rolle. Und ich bin mal gespannt, wann ich irgendwann mal so einen Vortrag halte und wir sehen, dass das Internet jetzt das Fernsehen da abgelöst hat quasi, wobei die Unterscheidung da immer auch so ein bisschen komplizierter ist. Jetzt der versprochene Blick quasi in die Online-Nutzungszeiten von den Jugendlichen, einfach mal zur Information, ja, das haben wir jetzt die Altersgruppe 12 bis 19, die wir da quasi so drunter subsumieren. Und da sieht man, da sind wir mal, da können wir mal den Wert praktisch vervier- bis fünffachen. Also das ist eine ganz andere Welt. Auch da ist es so, ne, mit dem Alter steigt das sprunghaft an. Also die Altersgruppe der 12-Jährigen ist da auch noch relativ selten unterwegs, relativ wenig. Und was Sie da auch sehen, ist diesen riesen Peak, den es 2020 gegeben hat. Das ist quasi unsere Pandemie-Homeschooling-Zeit. Und da ist uns das mit den Zeiten echt, da ist das durch die Decke gegangen, aber eben nicht bei den Kindern. Genau. Was für Anwendungen, was für Apps sind eigentlich bei unserer Gruppe, über die wir heute sprechen wollen, so interessant? Ja? Und ich stelle mal so ein paar vor. Also wir fragen immer nach den drei Lieblings-Apps, die werden in der KIM-Studie immer abgefragt und die können quasi dort frei genannt werden, ne? Werden dann später bei uns geclustert. Und da ist tatsächlich WhatsApp, wie bei den Jugendlichen auch, also da gibt es keine Unterschiede, sowohl bei den 6- bis 13-Jährigen als auch bei den 12- bis 19-Jährigen ist WhatsApp tatsächlich die beliebteste Anwendung und findet da immerhin schon bei, naja, etwas mehr als der Hälfte der befragten Kinder, die verwenden das quasi und nennen, das ist ihre Lieblings-App quasi. Ne? YouTube ist da auch relativ beliebt, übrigens jetzt hier nicht YouTube Kids, ne? Kommt unten nochmal extra, ne?
sondern das ist wirklich die klassische YouTube-App. YouTube Kids läuft dann noch ein bisschen weiter unter ferner Liefen. Und auf dem dritten Platz schon TikTok. Ja, das wird einige auch nicht überraschen, aber es ist als App auch gerade sowohl bei den Jugendlichen als auch bei den Kindern sehr stark im Kommen. Und ich habe das jetzt hier nochmal so ein bisschen, haben wir das immer mal so aufgeclustert, dass man das sieht, wie sich das so mit dem Alter entwickelt. Jetzt würde ich Sie gerne nochmal so einmal kurz mit ins Boot holen. Es ist gar nicht so unkomplizierte Regelung, aber Sie sehen das. Ne? Also WhatsApp haben wir hier nochmal so einen Anteil. Bei den 12- bis 13-Jährigen sind wir dabei über 80% angelangt. Bei TikTok immerhin da nochmal gut bei der Hälfte der Befragten. Wissen Sie, für welche von diesen Nutzergruppen, die wir, also wir betrachten jetzt mal die älteste Kohorte da, ja, 12 bis 13, für welche von denen diese Dienste überhaupt nach den AGBs zulässig wären? Wir sind ja Fachpublikum, wir kriegen es, glaube ich, ungefähr zusammen. Welche von den Diensten wären da eigentlich zulässig? Ja, es ist ein bisschen kompliziert. Ne? Also die meisten sind nach den AGBs quasi eigentlich gar nicht zugänglich. Bei WhatsApp ist es explizit 16 Jahre. Wir haben bei ein, zwei von den Anwendungen haben wir so Möglichkeiten. Da gäbe es theoretisch die Möglichkeit, dass die ab 13 zulässig wären mit Unterschrift der Eltern und einem entsprechenden Datenschutzverarbeitungsvertrag. Ich behaupte mal, die Person, die in Dublin arbeitet für die Konzerne und diese Datenschutzverträge sichtet und bearbeitet, ich glaube, die kommt mit einer halben Stelle aus. Ja? Ich kann mir nicht vorstellen, dass da besonders viel irgendwie ankommt. Also ich meine, es ist jetzt nichts Neues, ich will auch kein Drama daraus machen. Sie dürften es laut AGB nicht sein. Ja? Die Kinder nutzen diese Dienste, sie machen das halt tagtäglich. Und es gehört auch zu ihren Lieblingsanwendungen, das ist einfach so. Ja? Ich hätte mir persönlich auch gewünscht, dass hier jetzt ganz andere Sachen oben stehen. Ne? Ich gucke immer, surfe immer bei FragFin und ich bin immer bei der Seite der FSM und informiere mich über die neuesten Medienschutzeinstufungen, aber wir müssen ein bisschen realistisch bleiben. Genau. Und ja, entsprechend sieht auch hier diese Zahl aus. Also da haben wir nochmal nicht nach der Lieblings-App gefragt, sondern da sind wirklich die Kinder drinne, die das regelmäßig nutzen, ja, da ist WhatsApp auch ganz weit vorne und man sieht, so ein bisschen was verändert sich quasi. TikTok ist ein bisschen auf dem Vormarsch und Instagram ist ein bisschen populärer geworden. Das sind aber Entwicklungen, die sehen wir im Jugendalter genauso. Also Facebook ist mittlerweile irgendwie, da sind nur noch so Leute wie ich irgendwie unterwegs. Das ist fast so ein bisschen tragisch, wenn man irgendwem heute sagen muss, dass man bei Facebook noch arbeitet und die Kinder wissen das auch. Genau. Jetzt habe ich gedacht, ich probiere noch mal ein bisschen was Interaktives mit Ihnen. Wir fragen auch immer in der Studie, also TikTok habe ich jetzt mal speziell rausgegriffen, weil das auch so eine App ist, wo wir im Bereich Jugendmedienschutz viel drüber reden. Vielleicht kriegen wir das gemeinsam zusammen. Irgendwie, ich habe Ihnen mal die vier Lieblings-TikToker von Kindern mitgebracht nach unserer Studie. Vielleicht nehme ich mal die Kollegen vom Alex da hinten aus, die könnten das vielleicht wissen, aber wir probieren es mal. Kriegen wir die hier im Saal zusammen? Wissen Sie, wer die vier Lieblings-TikToker hier sind? Wer kennt welche von denen? Also, wenn Sie das jetzt machen, um mir zu gefallen, danke schön. Ich habe auch, also wenn man anfängt, TikToker zu YouTuben und zu googeln, dann weiß man, okay, es ist irgendwie nicht deine Plattform. Also TikTok, muss ich auch gestehen, das ist so ein Ding. Ich habe mich da jetzt schon dreimal angemeldet und dreimal das wieder weggeschmissen. Jedes Mal, wenn ich das irgendwo vorstelle oder irgendwo einen Elternabend mache, installiere ich mir das wieder, um dann zu merken, dass ich mich da überhaupt nicht bewegen möchte und das dann wieder wegzuschmeißen. Jetzt habe ich mir das aber nochmal rausgesucht. Wir gucken mal gemeinsam rein. Also ich quäl da niemanden. Also ganz oben ist Younes Zarou. Das ist ein TikToker, das ist so ein Deutsch-Marokkaner, hat 54 Millionen Follower auf TikTok, hat einen internationalen und einen deutschlandspezifischen Account und der ist derjenige, der die top geratet ist. Ich muss dazu sagen, Sie sehen das hier auf unserer Skala, das ist freie Nennung. Ne? Also das sind wirklich die wir dann kumuliert da rausgezogen haben. Und
das ist halt derjenige, der am meisten genannt wird. Ich würde Ihnen gerne sagen, worum es auf diesem TikTok-Kanal geht. Ich habe mich aber bei allen Vieren, also ich habe gestern die Bahnreise, ich hatte 7 Stunden Bahnreise, ich habe reichlich TikTok gestern geguckt und habe probiert, das nochmal für Sie zusammenzufassen. Es fällt mir aber schwer, Ihnen zu erzählen, worum es hierbei geht. Ja? Am einfachsten ist es noch bei Younes Zarou, der macht nämlich ganz witzige Foto- und Videosachen, die er dann danach auch mit so einem Behind-the-Scenes dokumentiert. Das kann ich noch am deutlichsten beschreiben. Genau, aber Sie sehen das, das sind so die Haupt-TikToker, die wir quasi haben. Und die haben wirklich Reichweite. Ja? Also auch wenn ich die nicht kannte und vielleicht viele hier im Saal auch nicht. Ja? Aber die haben wirklich Reichweite auf TikTok. Jetzt noch mal so einen kurzen Schwenker zum Bereich Kinder- und Jugendmedienschutz, weil das ja auch für uns heute im Mittelpunkt steht. Ich habe erstmal eine gute Nachricht beim Thema. Ja? Also nämlich, wir fragen in der Studie immer die Einstellung der Eltern ab und die ist tipptopp. Also Eltern ist quasi das Thema wahnsinnig wichtig. In digitalen Medien, ne, haben wir aufgeschrieben, hier über 86% der Eltern sehen da eine Chance für ihre Kinder auch was Neues zu lernen. Dann gibt es 80% der Eltern wissen auch, okay, das Internet, das ist ein Raum, da kann man sich nicht einfach so bewegen, da muss man ein bisschen aufpassen. Das birgt eben auch Gefahren. Fast 80% wünschen sich sogar Medienkompetenz als Schulfach. Also das heißt, das ist ein riesengroßes Verständnis für unsere Arbeitsthemen. Jetzt gucken wir uns mal die andere Seite an. Ich nenne das immer quasi Einstellungs- bzw. Handlungsebene. Man kann auch als Pädagoge könnte ich auch Theorie-Praxis-Problem nennen. Wir fragen die Leute nämlich auch, was macht ihr eigentlich konkret für das Thema Jugendmedienschutz? Und da sind unsere Ergebnisse auch nicht anders als die von der FSM. Ich zeige mal hier, wir gucken mal in die letzte Spalte. Ich sage die Zahlen nochmal, weil ich nicht ganz sicher bin, ob man die von ganz hinten lesen kann. Wir fragen die Eltern immer, setzt ihr eigentlich eine spezielle Software ein, um Jugendmedienschutz quasi zu machen? Und knapp 70% der Eltern sagen, nee, und zwar auf keinem der Geräte. Nicht auf dem Laptop, nicht auf dem Tablet, nicht auf dem Handy oder auf dem Smartphone. Also da wird keine technische Lösung eingesetzt, um das irgendwie zu machen. Ja? Ein Programm, um Nutzungszeiten irgendwie zu steuern. 73% der Eltern, nein, wird auch auf keinem Gerät quasi verwendet. Oder ein Programm, das Inhalte sperrt und so weiter. Ich könnte es da bis unten durchdeklinieren, aber Sie sehen das quasi, ne? Handlungsebene. Ich hoffe, dass in den Familien viel über das Thema gesprochen wird. Tatsächlich aber jetzt auch konkret messbare Ergebnisse haben wir zum Beispiel in der Studie, was das angeht, wenig. Ne? Also da sind irgendwie zum Schluss, oder wir gehen halt hin und sagen, immerhin über alle Altersgruppen hinweg haben wir fast 30% der Eltern, die irgendwann auf irgendeinem Gerät mal was gemacht haben. Das weiß ich aber nicht, ob uns das zufriedenstellen sollte oder ob wir da ein bisschen höhere Ansprüche quasi haben. Genau, also nochmal kurz zusammengefasst, weil mir das wirklich auch wichtig ist, ne? So Einstellungs- versus Verhaltensebene. Wir haben wirklich einen hohen Stellenwert von der Medienkompetenz. Die Eltern sehen auch die Problematik, die wissen, dass das Internet Chancen bietet, die wissen auch, dass das Risiken in sich trägt. Aber für 2/3 fehlt entweder die Zeit oder was auch immer, können wir ja nachher gemeinsam irgendwie nochmal spekulieren, woran das dann eigentlich liegt, dass quasi da auch wirklich konkret was zu unternehmen. Genau. Was für Inhalte, auf was für Probleme stoßen die Kinder eigentlich? Und da habe ich auch in Anführungszeichen erstmal ja, gute Nachrichten. Wir fragen jedes Mal nach quasi ganz konkret, bist du schon auf Inhalte im Internet gestoßen, für die du eigentlich noch zu klein warst, die dir Angst gemacht haben, die dir unangenehm waren? Das ist die Frage, wie wir die in der KIM-Studie immer stellen. Die stellen wir sowohl den Kindern, in etwas abgewandelter Form stellen wir die auch den Eltern. Das sind die Ergebnisse aber ganz ähnlich. Und sie sehen quasi, dass die Problembeschreibung bei den Kindern, das ist noch, also da sind wir auch noch ein bisschen in paradiesischen Zuständen. Ne? Da bewegen wir uns hier irgendwo so zwischen 2 und 6%, wo die Kinder wirklich sagen, quasi, ich bin mit diesen Inhalten schon in Kontakt gekommen. Ja? Also das ist die Eigenaussage der Kinder. Ich war da selbst auch ein bisschen überrascht. Das sind Aussagen nur von denen, die sich im Internet bewegen, nicht von denjenigen, die halt nicht unterwegs sind. Also das ist wirklich fast paradiesische Zustände. Ich habe aber jetzt nochmal eine andere Grafik mitgebracht, damit wir das auch nochmal ein bisschen kontrastieren, weil das ist die Frage, die wir den Jugendlichen stellen, also 12 bis 19 dann die Altersgruppe. Und da sehen Sie dann, ne, also wenn wir dann mal hier Fake News, Pornografie, Beleidigungen, Kommentare und so weiter nehmen, da ist das eher Standard, ne, dass die Leute sagen, ey, das habe ich quasi
im letzten Monat, wir fragen die Jugendlichen immer, was ist dir im letzten Monat konkret im Internet begegnet? Und da haben wir über die Hälfte bis 60%, die sagen, ja, das ist mir begegnet. Also das ändert sich zwischen den Preteens und den Jugendlichen dann auch ganz schnell. Ja, und das wollte ich Ihnen heute gerne mal mit auf den Weg geben und hoffe, dass wir so ein kleines Fundament auch für unsere Diskussion haben und danke Ihnen auf alle Fälle für Ihre Zeit. Kommen Sie doch mit in die Runde. Wie siehst du uns? Sucht euch was aus. Sehr gut. Vielen Dank für diese interessanten Einblicke erst einmal zu Beginn, damit wir überhaupt so ein bisschen wissen, was bei den Preteens eigentlich los ist. Und jetzt wollen wir in eine etwas noch, sagen wir mal, genauere Bestandsaufnahme gehen zu den Online-Angeboten, die existieren, aber auch zum Schutz und zum Thema Medienbildung, wenn es eben um die Preteens geht. Und ich habe jetzt meine Runde sozusagen vervollständigt. Dort hinten sitzt Anke Meinders, seit 2007 Medienpädagogin bei der Kindersuchmaschine FragFinn und seit Dezember 2016 auch Geschäftsführerin bei FragFinn und mit ihrer fundierten Expertise in Medienpädagogik und ihrem Engagement für sichere Internetnutzung setzt sie sich für die Förderung von Medienkompetenz bei Kindern und Jugendlichen ein. Wir klären, glaube ich, gleich noch mal in ein paar Sätzen, was FragFinn denn eigentlich genau macht. Daneben Jutta Kroll, Vorstandsvorsitzende der Stiftung Digitale Chancen, einer gemeinnützigen Organisation mit dem Auftrag, die gesellschaftlichen Folgen der Digitalisierung zu erforschen, sich für den chancengleichen Zugang aller Menschen zum Internet einzusetzen und ihre Medienkompetenz zu stärken. Die Stiftung steht unter anderem unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie, aber auch des Familienministeriums. Und Jutta Kroll ist verantwortlich für die internationale Zusammenarbeit bei dem auf internationale Zusammenarbeit ausgerichteten Projekt Kinderschutz und Kinderrechte in der digitalen Welt. Ja. Und sie wird heute aber auch ein bisschen was über das Projekt Kidsi, kindergerechte Zugänge zum Internet, erzählen. Okay. Und den kennen Sie schon, Stefan Glöckler, Referent Bürgerfernsehen, Medienforschung, Medienanstalt Rheinland-Pfalz. Und ich darf Sie jetzt auch einladen, an unserer Diskussion hier mit teilzunehmen. Das können Sie über Slido machen. Der Code steht auch die ganze Zeit hier auf unseren Folien mit drauf. Hashtag MI2024. Also wenn Sie eine Frage haben, herzlich gern. Ich werde versuchen, so viele wie möglich immer im Laufe unserer kleinen Gesprächsrunde hier auch mit einfließen zu lassen. Dann setze ich doch einfach gleich nochmal bei Anke Meinders an. Anke, erzähl uns doch einmal ganz kurz, was ist eigentlich FragFinn? Das tauchte ja heute schon mal auf. Eine Kindersuchmaschine. Genau, es ist eine Kindersuchmaschine. Und um das zu erklären, würde ich erstmal unsere Nutzerinnen und Nutzer zum Wort kommen lassen und dann erzähle ich noch was dazu, weil die schreiben uns auch ganz fleißig. Die schreiben zum Beispiel, ich habe jetzt nur das gute Feedback erstmal rausgeholt, du bist toll zum Recherchieren, danke schön für diese tolle App. Hallo Finn, du bist der beste Freund der Welt. Ich finde deine Website richtig toll. Hey Finn, bei dir kann ich sehr gute Sachen herausfinden und habe immer Spaß, wenn wir in der Schule forschen. Hi Finn, ich will dir sagen, du bist ein Star. In meiner Schule benutzen wir dich ganz oft. Hallo, kannst du eine Umfrage zu Lieblingstieren machen? Oder auch, ich würde mir wünschen, dass ihr bei den Spielen noch etwas für Große dabei habt. Und dann kriegen wir auch solche Anfragen wie, lieber Finn, ich finde etwas nicht und ich brauche die Antwort schnell, so schnell wie möglich. Danke. Also das sind unsere Nutzerinnen und Nutzer, die sind die Kinder, die anfangen zu surfen. Also unsere Zielgruppe sind die 6- bis 12-Jährigen, aber es sind eher so diese ganz kleine Spanne, 3., 4., 5. Klasse, würde ich sagen. Das sind die, die wir versuchen abzuholen, sobald sie ins Internet gehen, irgendwie die Lese- und Schreibkompetenz haben, um sich bei uns umzuschauen. Das ist unsere Zielgruppe. Und es ist ganz interessant eben, was Stefan erzählt hat mit dem technischen Jugendmedienschutz. Da sehen wir ja, das funktioniert nicht so richtig gut. So war ja FragFinn eigentlich entstanden damals, 2007, dass wir eine Positivliste an Kinderwebseiten oder an Webseiten generell haben für alle, die man in Jugendschutzlösungen installieren kann. Das kann man auch immer noch machen, aber was am Ende bei rausgekommen ist, ist tatsächlich fragfinn.de mit unserer Suche, die die Angebote durchsucht, die auf unserer Positivliste sind. Dazu gibt es eine ganz tolle Redaktion, die das raussucht. Wir haben eine Seite extra für Schulen, wir haben eine App. Genau, so sind wir inzwischen sehr gut in den Schulen auf jeden Fall, werden wir gefunden.
aber auch in der Freizeit werden wir viel von den Kindern genutzt. Und das Ziel von FragFin ist, für Kinder einfach eine sichere Surfumgebung zu schaffen, wo sie einfach hinkommen können. Ich glaube, man kann sich auch erstmal so ein bisschen entspannen bei FragFin. Da gibt es keine Werbung, da kann ich rumgucken. Alles, was ich da finde, ist geprüft. Ich kann mich auch ein bisschen rumschauen, was gibt es für Spiele, was gibt es für Nachrichten, Videos, Audios haben wir dabei. Und das Ziel unseres Vereins, FragFin ist ja ein gemeinnütziger Verein, ist ja die Förderung von Medien- und Recherchekompetenz, dass sie bei uns erstmal anfangen können und wir versuchen die wirklich, bevor sie woanders hingehen, was wir eben gesehen haben, am besten erstmal zu einer Kindersuchmaschine kommen. Und wisst ihr denn, ab wann die rüberwandern zu Google und Co.? Nee, das wissen wir tatsächlich nicht, weil wir natürlich so möglichst wenig in Datenanalyse von unseren Nutzerinnen und Nutzern machen. Ich denke aber, so wie wir das auch von den, wir sehen ja, was sie suchen bei uns. Das sind ganz viele oft Tiere. Tiere, Spiele und dann auch, aber auch so, was gerade so aktuell los ist. Ich denke, es passt schon ganz gut, wenn wir sagen, so ab der dritten, vierten, ab der fünften Klasse und dann wird es weniger. Aber wir haben auch Fans, die uns schreiben, ich bin eigentlich schon zu alt, aber ich surfe trotzdem gerne bei dir irgendwie so. Ne? Aber ich glaube so, dann sind auch die Inhalte nicht mehr auf der Positivliste passend, die wir haben, wenn die dann 12 sind. Dann haben wir sie hoffentlich gut vorbereitet auf das, was danach kommt. Ich würde gleich nochmal zur Diskussion stellen wollen, auch an dich Jutta, vielleicht an euch beide, was denn überhaupt kindgerecht bedeutet. Also was sind denn kindgerechte Inhalte, die man zum Beispiel bei FragFin findet, aber wie macht man auch so eine Einstufung? Was ist denn eigentlich kindgerecht, speziell jetzt auch gemünzt vielleicht auf unsere Zielgruppe, um die es heute geht, die Preteens? Okay, dann fange ich gleich mal damit an. Also wir orientieren uns bei der Definition von kindgerecht an der UN-Kinderrechtskonvention, die ja schon über 30 Jahre alt ist, 1989. Im Rahmen des Projektes Kinderrechte digital haben wir uns 2019 bis 2021 daran beteiligt, gemeinsam mit der Kinderrechtskommission der Vereinten Nationen das mal zu übertragen. Was heißt das eigentlich heute, die Rechte von Kindern auf Zugang zu Information zum Beispiel, auf freie Meinungsäußerung, aber auch das Recht auf Spiel und Freizeit, kulturelle Teilhabe. Alles das ist in der Kinderrechtskonvention festgelegt. Aber damals hat man, da fing das mit dem Internet zwar an, aber hatte man natürlich überhaupt noch nicht die Idee, dass das von Kindern genutzt werden könnte. Und wenn wir heute versuchen, kindgerecht, dann würde ich das jetzt nicht nur auf die Inhalte beziehen, sondern tatsächlich auf die gesamte Bandbreite, die so ein Angebot bietet. Und da muss halt eine Balance gewahrt sein von Schutz von Kindern, Schutzrechte, die in der Kinderrechtskonvention festgehalten sind, aber auch Befähigungsrechte, sowas wie Recht auf Bildung, Recht auf Informationszugang und eben aber auch die Teilhaberechte, sich also beteiligen zu können. Und ich glaube, da kommen wir dann im Verlauf noch ein bisschen drauf, um auch solche Zahlen zu verstehen, wo bewegen die sich dann eigentlich schon, weil es da nämlich ganz viel um Teilhabe geht. Anke, wonach bewertet ihr, ob etwas kindgerecht ist und deswegen auch im Rahmen von FragFin beispielsweise gefunden werden darf? Also bei FragFin prüfen wir erstmal ganz hart nach Unbedenklichkeit für Kinder. Also wir sagen, dass die Seite, die es muss für Kinder unbedenklich sein, dass sie darauf nach nicht Angst haben oder irgendwie komisches Gefühl haben oder dass sie irgendwas stoßen können, was irgendwie nicht für sie gemacht ist. Also das ist erstmal so unser Kriterium. Und kindgerecht ist natürlich, wenn es tatsächlich die Zielgruppe Kind auch hat als Angebot. Also ich als Macher, als Macherin möchte ich ein Angebot schaffen, was für sich für ein Kinder wendet und mache nicht ein Angebot, das geht auch, was sich an alle wendet und dann auch für Kinder, sondern ich würde sagen, das, was sich hauptsächlich an Kinder richtet, was natürlich vom Datenschutz und vom Jugendschutz alle Regeln einhält, wie es ja auch bei Bewertung von Filmen und allem soweit ist. Und was natürlich auch Kinder abholt, was bei denen irgendwie Lust entweckt, das dann nachzulesen, ihre Begeisterung fördert, irgendwie sie vielleicht zu was anregt, was zu machen. Das ist ja auch ganz, was sehen wir ganz oft bei Angeboten für Kinder, dass die Kinder daraus irgendwie einen Impuls ziehen, auch was weiter ran zu basteln oder irgendwie weiterzuentwickeln. Also das, was wirklich die Kinder auch als Zielgruppe sieht so, und sich überlegt, okay, wie kann ich das für ein Kind gut gestalten? Es gab noch eine Nachfrage aus dem Publikum, wie viele monatliche Zugriffe denn FragFin hat. Also wir, am besten lässt sich das zeigen an unseren Suchanfragen. Wir haben jetzt seit
Im Januar, Februar sind immer sehr starke Monate bei uns. In Sommerferien sind das natürlich immer weniger. Ist ja auch schön. Die Kinder sind nicht in der Schule, die gehen nach draußen. Aber wir hatten jetzt im Januar über 2 Millionen Suchanfragen in einem Monat. Das ist für uns eine sehr gute Zahl. Es freut uns natürlich total, weil unsere Nutzung ist jetzt nicht so, aber sie steigt kontinuierlich. Das merkt man auch daran, dass wir in den Vormittagen immer verstärkt genutzt werden. Was natürlich aber auch ein bisschen dazu kommt, ist, dass zum Beispiel die blinde Kuh jetzt seit dem 1.1. die andere Suchmaschine für Kinder nicht mehr gibt. Was sehr traurig ist, wo wir auch nochmal drüber sprechen müssen später, dass da, glaube ich, auch ein paar Nutzer zu uns darüber gekommen sind, wobei wir immer gesagt haben, und ich hoffe, dass die blinde Kuh auch ihre Suche bald wieder aktiviert oder dass es eine Lösung gibt. Wenn ihr was bei uns nicht findet, geht ihr zu blinden Kuh. Wenn ihr bei blinden Kuh was nicht findet, kommt ihr zu uns. So, ist ja viel schöner und ist auch für die Kinderseitenlandschaft viel besser. Aber wir haben im Moment sehr gute Nutzeranfragen. Wir haben 500 Kindernachrichten im Monat. Also das ist schon gut was los bei uns für so ein Kinderangebot. Was gibt es denn alles für kindgerechte Angebote für Preteens überhaupt? Also 2 haben wir jetzt sozusagen angesprochen. Was gibt es denn ansonsten noch so im Internet zu finden? Das würde ich vielleicht mal in die ganze Runde werfen, dass wir vielleicht mal so ein bisschen sammeln, was ihr so kennt. Was es also an guten Angeboten, die sich explizit an die Preteens richten oder unter anderem auch an die Preteens richten, was sich da sozusagen im Internet tummelt? Vielleicht fangen wir mal mit Jutta an. Also ich kann jetzt sicher nicht alle, die es gibt, aufzählen und ich würde auch nicht unbedingt gleich mit einer Wertung beginnen, was gut ist. Ich finde schon, man muss sich angucken, was von den Kindern tatsächlich genutzt wird. Das ist natürlich nicht nur das, was für sie gemacht ist, sondern es sind auch die entsprechend anderen Angebote. Wir haben uns im Rahmen dieses Projektes Kindgerechte Zugänge zum Internet 108 Angebote angeguckt. Wir, das heißt das Team, was dieses Projekt bearbeitet. Gut 2/3 davon, die tatsächlich an Kinder gerichtet sind oder für Kinder gemacht sind. Und ein weiteres Drittel, wo wir aus den schönen Studien vom MPFS wissen, dass sie von Kindern genutzt werden oder eben auch aus anderen Kontexten. Und das ist eine ganze Bandbreite von Angeboten. Was wir getan haben, ist, um nicht Äpfel mit Birnen zu vergleichen, haben wir die verschiedenen Genres zugeordnet. Also zum Beispiel ein Genre Wissen, wo Bildung und Wissen, wo Bildungsangebote drin sind, aber auch Lernangebote. Freizeit, Spiel, Unterhaltung ist ein großes Spektrum von Angeboten. Wir sehen eine Menge auch im Bereich Information und Kommunikation. Nicht so viel, wie man sich vielleicht wünschen würde. Was jetzt tatsächlich spezifisch für Kinder gemacht ist. Kommunikation und, im Sinne auch von Messaging-Dienste. Genau, wo wir eben tatsächlich für die Altersgruppen, die jetzt hier bei dem Vorhaben im Vordergrund stehen, sind die 6- bis 9-Jährigen und die 10- bis 13-Jährigen. Also wir bewegen uns sozusagen im Preteen-Bereich letzten Endes. Haben da auch festgestellt, dass die Übergänge, genauso wie ihr es letzten Endes mit der Studie macht, fließend sind, dass man, es ist halt nicht unbedingt so, dass mit 13 eine bestimmte Stufe erreicht wird, dass man dann auch nochmal diskutieren kann, woher diese Altersgrenze eigentlich kommt, die wir dann bei den nicht an Kinder gerichteten Angeboten haben. Ein Genre habe ich jetzt noch nicht erwähnt, das sind die Orientierungsangebote. Dazu zählen eben zum Beispiel solche Angebote wie FragFin oder die Kindersuchmaschine Die blinde Kuh. Also Angebote, die Kindern den Weg zeigen zu dem, was sozusagen für sie gemacht ist. Auch der Seitenstarkverbund würde dazugehören. Stefan, also was wir ja bei dir gesehen haben, auch jetzt schon im Vortrag, das ist, was die Preteens am liebsten nutzen. Und das sind genau nicht die kindgerechten Angebote, wenn man so will. Aber gibt die KIM-Studie auch Aufschluss darüber, welche Angebote, die durchaus kindgerecht sind, denn genutzt werden von den Preteens? Wie drücke ich denn das diplomatisch aus? Also wir fragen in regelmäßigen, also das, was tatsächlich auf der Beliebtheitsskala immer ganz oben ist, übrigens egal, ob wir das kann ich durch alle Bereiche durchdeklinieren. Computerspiele, Kinderseiten, also das, was da immer ganz oben steht, sind nicht die Dinge, die wir uns irgendwie alle wünschen. Da ist Minecraft bei Computerspielen noch das Beste, ne? Aber tatsächlich ist es so, wir fragen in regelmäßigen Abständen immer mal auch so ein bisschen, ne? Wir haben ja alle auch eine Organisationsstruktur, wo wir drin arbeiten. Wir haben immer mal über die Jahre gefragt, so auch mal nach FragFin gefragt, wir haben auch mal nach ClickSafe gefragt. Also und ja, das sind alles Projekte, die werden auch genutzt und bei den Kindern auch angegeben. Ich glaube, die Zahlen haben wir jetzt nicht so weit gestreut, weil sie sich doch leider
lieber bei WhatsApp bewegen. Ja. Aber ich will doch noch eine Sache, ist mir noch ganz wichtig. Ja. Also, weil ich muss echt auch nochmal Danke sagen für diejenigen, die das immer anbieten. Ja. Also, ich mache ja diese Elternabende zum Glück noch. Ne? Das ist immer so ein bisschen zu der harten Realität, der man manchmal in den Studien ausgesetzt wird. Und ich bin so dankbar, dass ich da immer diese Kindersuchmaschinen habe. Ja? Weil das ist eine Nachfrage, die Eltern stellen. Die stehen da und sagen, vor allen Dingen, wenn es in den Einstieg ins Internet geht, wie kann ich das eigentlich machen? Was kann ich den Kindern eigentlich anbieten? Und ich bin dank dieser Angebote in der dankbaren Rolle, dass ich da irgendwie 3-4 konkrete Adressen nennen kann und sagen kann, hier, geh mal zu Frag Finn, da hast du eine sichere Surf-Umgebung und musst du dir keine Sorgen machen und musst nicht anfangen rumzustottern und irgendwie zu sagen, ja, es gibt ein Google-Angebot, da gibt es aber 15 Einstellungen und wenn man YouTube Kids verwendet, also ich bin total dankbar, dass es diese Angebote gibt, also weil wir halt insbesondere im Bereich der ganzen Medienkompetenzförderung da einfach mal, also es gibt eine Nachfrage, vor allen Dingen bei Eltern, die sich Gedanken um das Thema machen, die setzen das sehr gerne ein, ja, und das finde ich super. Vielen Dank. Da will ich gleich noch mal einhaken, weil auch jemand aus dem Publikum fragt, inwiefern dein FragFin auch von staatlichen Stellen unterstützt wird und somit auch der Fortbestand für diese Kindersuchmaschine, eine ist ja sozusagen schon nicht mehr dabei, gesichert ist. Also der FragFin e.V. Wird gefördert von Mitgliedsunternehmen aus der Telekommunikations- und Internetbranche. Das ist 2007 jetzt ein bisschen in die Geschichte gehen, gab es ja die Initiative Ein Netz für Kinder. Das war eine Initiative von der Politik und von den Wirtschaftsunternehmen. Und die FSM war da ein ganz wichtiger Mitspieler. Und diese Initiative gibt es leider nicht. Aber und die Säule FragFin ist übrig geblieben. Und wir haben viele treue Mitglieder, die uns fördern. Und sind natürlich auch Mitglieder abhanden gekommen in den letzten Jahren, weil so Förderung ist immer was, da suche ich mir mal irgendwas Neues. So nach, seit 2007 ist echt schon lang, aber wir haben tatsächlich welche, die von Anfang an dabei sind. Das ist wirklich super. Brauchen aber ganz dringend weitere Förderung, weil wir können auch, also das ist unsere Basis. Und dann haben wir noch teilweise Förderung für öffentliche Förderung. Wir haben zum Beispiel das Projekt der Finn-Reporter, das sind die Kinderreporter. Da haben wir jetzt aktuell gerade das dritte Projekt beantragt. Das wird hoffentlich auch bald wieder losgehen. Und wir haben uns ist es auch gelungen, eine Förderung an Land zu ziehen hinsichtlich, wie kann denn KI FragFin unterstützen, weil wir zum Beispiel alles, was wir, die Webseiten, die wir prüfen, das machen wir alles fast händisch, die Kolleginnen. Wir können da vielleicht mal so KI-Module helfen oder auch die Suche muss verbessert werden. Da wird lange nicht alles gefunden, was auf der Positivliste ist. Also man kann so schon Projekte gut fördern lassen, aber der Grund von FragFin, der wird nicht vom Bund oder ähnlich gefördert, weil das auch eine Sache ist, die echt ärgerlich ist. Das kennen wir viele von uns. Bildungspolitik. Also gehe ich zum Bildungsministerium, sage ja, ah ja, tolle Sache mit der Suchmaschine, aber Bildung ist nicht unsere Sache. Gehen Sie mal bitte zu den Ländern und zu der KMK. Und die schicken einen wieder zurück quasi. Ne? Und das ist mit einer bundesweiten Suchmaschine, die in der Schule genutzt wird, wirklich schwierig. Und da würde ich mir, das wünschen wir uns alle, viel mehr Unterstützung von der gesamten Gesellschaft, sei es von den Wirtschaftsunternehmen, sei es von der Politik. Also es ist wirklich sehr schade, dass da nicht mehr reingesteckt wird. Und was natürlich auch, eine Kindersuchmaschine kann natürlich auch nur so gut sein, wie die Inhalte, auf die sie verweist. Und wir sehen da im Kinderseitenlandschaft einen ganz starken Rückgang in den letzten Jahren. Wir sind da in Deutschland noch sehr gut aufgestellt, aber das muss noch viel mehr Aufmerksamkeit bekommen und viel mehr Power haben. Und wenn man dann konkurrieren möchte mit diesen Angeboten, die wir da gesehen haben, die ja auch alle am Ende irgendwie ein kommerzielles Interesse ganz oft haben, ist es schon ein schwieriges Unterfangen oder müsste viel mehr Aufmerksamkeit reingelegt werden. Was natürlich echt schön ist, dass zum Beispiel so die viele Fernsehsender, so Kika oder auch Togo oder auch der MDR, die haben auch ganz schöne Angebote für Kinder, auch online, auf die wir noch verweisen können. Das finde ich super. Aber generell muss da viel mehr Support kommen, sonst weiß ich nicht, wie lange das noch so tatsächlich wir so gut dastehen. Ne? Jutta Kroll. Ja, ich hatte ja vorhin schon auf diese allgemeine Bemerkung zu den Kinderrechten im digitalen Umfeld hingewiesen. Und das, was du jetzt gesagt hast, im Grunde genommen hat sich auch Deutschland mit der Ratifizierung der UN-Kinderrechtskonvention dazu verpflichtet, das Recht auf Bildung zu verwirklichen. Auch das hat man 1989 noch anders verstanden als heute. Aber genau diese Aufforderung an die Staaten, eben den Zugang zu entsprechenden Informationen, qualitativ hochwertigen Inhalten für Kinder auch im digitalen Umfeld sicherzustellen, das ist ein Auftrag, der eingelöst werden muss.
Wir haben mit dem Jugendschutzgesetz 2021 ja eine Novellierung gehabt. Auch die ist kinderrechtlich basiert. Und da ist im Artikel 10a zum ersten Mal das Recht, das Schutzziel quasi verankert worden, Orientierung für Kinder und Erziehungsverantwortliche in dem Bereich zu geben. Also das heißt, der Auftrag ist da und der muss jetzt auch umgesetzt werden. Es gibt noch eine Frage aus dem Publikum, die ich ganz spannend finde. Und zwar, warum sollte in Angebote für Kinder investiert werden, wenn diese doch die bekannten Angebote nutzen, die sich eher an Erwachsene richten? Also vielleicht auch so eine Frage der Motivation. Warum sollte jemand investieren? Also, ja, wollen Sie? Na, es muss sich letzten Endes, wenn es ein Unternehmen ist, muss es sich ja auch fürs Unternehmen rechnen. Und die Frage ist ja, die rechnet es sich? Ist der Markt groß genug? Sind die Angebote für Kinder auch unter dem Anspruch, dass sie gleichzeitig eben Schutz wahren müssen, so attraktiv gestaltbar, dass sie dann trotzdem von Kindern genutzt werden? Also, und gleichzeitig, du hast es schon gesagt, fragt Finn, ist werbefrei? Also wie kriege ich ein gutes, attraktives Angebot hin, wenn ich gleichzeitig eben nicht, wie bei den Erwachsenenangeboten, mit Werbung und sonstigen In-App-Käufen und entsprechende Einkünfte generieren kann? Da ist auf jeden Fall erstmal eine Diskrepanz. Und wir müssen halt tatsächlich gucken, woraus kommt denn die Motivation, ein entsprechendes Angebot so zu gestalten? Sicher nicht alleine aus Kinderfreundlichkeit. Ja. Ich würde das sagen, also wenn ich das mal auf einen Punkt bringe, also warum gibt es einen Baby- und einen Kinderschwimmbereich und warum verzichten wir nicht drauf und lassen die gleich ins Erwachsenenbecken springen? Also gleiches Beispiel, ne? Es hat seine Gründe, warum wir da so vorgehen. Ja. Ja, das kann ich nur bestätigen. Ich meine, wir haben alles, wir haben Kinderbücher, Kinderfilme, Kinderspielplätze, Kindergärten. Wieso haben wir nicht Kinder sein im Internet? Das ist irgendwie... sind ja woanders und es ist irgendwie vergessen oder nicht genug in der Aufmerksamkeit. Und ich meine, Kinder haben einfach ganz andere Bedürfnisse als Erwachsene, die sind noch in ihrer Entwicklung und da müssen wir ihnen doch irgendwas bieten, wo wir sie abholen, in der Entwicklung, wo sie gerade sind. Und das am besten natürlich auch noch vor einem nicht komplett durchkommerzialisierten Hintergrund so, ne? Also einfach das Kind Kind sein lassen, das ist nicht so ein bisschen pathetisch, aber das haben wir irgendwie nicht so richtig auf dem Schirm, finde ich. Ja, ich glaube, mit den Bedürfnissen würde ich gar nicht so sehr sagen, dass die komplett unterschiedlich sind. Also teilweise ist es schon so, dass dieses Bedürfnis nach Austausch mit anderen, mit Gleichaltrigen von den Kindern dann eben auf Angeboten realisiert wird, wo sie eigentlich nicht sein sollten. Auch da kann man die Frage stellen, liegt das jetzt nur an den Angeboten oder ich meine, WhatsApp wird in vielen Familien auch mit Kindern, die noch deutlich vor Preteen sind, schon für die Familienkommunikation genutzt. Liegt das jetzt nur daran, dass es keinen Kindermessenger gibt, wo sie auch als Kinder dann quasi ganz rechtmäßig sein könnten oder liegt es auch daran, dass es halt für die Familienkommunikation einfach sehr naheliegend und bequem ist, so einen Messenger zu nutzen. Also da haben wir sicher auch noch, was den medienerzieherischen Aspekt angeht, noch Nachholbedarf. Das wäre vielleicht auch meine anschließende Frage. Also gerade weil wir auch gehört haben, es gibt eigentlich zu wenig Angebote und auch die Angebotslandschaft wird eher kleiner als größer. Also liegt auch die, ich sage mal in Anführungszeichen, schlechte Nutzung von solchen Angeboten daran, dass wir vielleicht auch eine zu große Lücke haben, diese Angebote zu wenig bekannt sind? Oder liegt es eben daran, dass sie nicht gut genug gestaltet sind für Preteens, dass sie eben auch Lust haben, diese Angebote zu nutzen, die da sind? Ich glaube, es ist beides, ne? Also einerseits bietet es nicht alles. Also ich kenne keinen Messenger, kein Chat-Angebot oder werden dann sehr wenige, die für die Altersgruppe gedacht sind und die wollen sich austauschen. Die haben da so Lust drauf und wollen sich austauschen. Da wären wir sofort dabei, wenn jemand hier das machen möchte. Aber es ist natürlich am Ende eine Sache des Geldes. Wir hatten in den ersten Jahren von FragFin hatten wir noch so eine Box auf der Startseite Chats und Communities. Da gab es noch viele. Die sind alle nach und nach eingestellt worden, weil das auch am Ende ein Kostenfaktor ist und weil natürlich auch jetzt die Messenger vorhanden sind. Jetzt bin ich so ein bisschen raus, genau. Aber es ist, glaube ich, und wir sind nicht attraktiv genug, glaube ich, wenn man das sieht im Wettbewerb mit den anderen Angeboten, die es gibt. Ne? Wenn wir natürlich immer, wir wollen so attraktiv sein wie die anderen. Die ganze Technik, die dahinter steckt, die Entwicklung ist ja wahnsinnig schnell. Wie soll ich als Suchmaschine mitmachen mit irgendwie ChatGPT und Co.? Das ist ja wirklich auch eine große Herausforderung, weil diese Entwicklung auch so schnell ist. Also ich glaube,
beides, ne? Die Inhalte fehlen, aber auch so die Attraktivität der Angebote. Was meinst du, Jutta? Wenn ich den Chat sicher machen will, sodass ich wirklich sagen kann, Eltern können ihre Kinder guten Gewissens in den Chat lassen, dann muss ich ihn permanent moderieren. Dann geht es also gar nicht nur um die Entwicklungskosten, die du schon angesprochen hast, sondern um den ständigen, permanenten Aufwand, dass ihnen dort eben nicht Angebote gemacht werden, die da nicht hingehören, dass sie nicht in Kommunikation mit Menschen kommen, mit denen sie vielleicht auch selber nicht kommunizieren wollen. Und das kriege ich nicht nur hin durch gelegentliches Mal reingucken, sondern da ist ein großer personeller Aufwand erforderlich. Vielleicht kommen wir mit künstlicher Intelligenz dahin, das zumindest vorzumoderieren, perspektivisch. Aber im Moment muss man sagen, dass es das deshalb nicht gibt, weil dieser Aufwand tatsächlich weder gefördert noch sonst finanzierbar ist, solche Angebote tatsächlich aufrechtzuerhalten. Wir sehen es im kommerziellen Bereich, da haben wir auch einige Kinderangebote, einige wenige, würde ich sagen, die sind aber überwiegend themenspezifisch. Das heißt, so ein offener Chat, wo Kinder sozusagen zu jedem Thema, was sie interessiert, sich nicht zu einem bestimmten Produkt oder einem bestimmten Spiel nur austauschen können, sind praktisch im Moment nicht vorhanden, nicht finanzierbar. Und was seht ihr so für Möglichkeiten, inwiefern man also auch beispielsweise auch von staatlicher Seite da weiter unterstützen könnt? Wir haben ja gerade das Dilemma schon angesprochen. Ganz oft heißt es dann, naja, ist ja Ländersache. Und die Länder sagen dann, naja, aber so ein bundesweites Angebot, das können wir ja nicht unterstützen. Also habt ihr da Ideen, inwiefern man sozusagen auch von Seiten der Politik dort Impulse setzen kann? Oder stehen wir da so ein bisschen im Regen? Naja, ich denke, es müsste schon Fokus geben in der Förderung auf Förderung von Kinderangeboten im Internet. Und wenn ich jetzt Grundschüler irgendwie den Start ins Internet geben will, dann muss ich auch schauen, dass das finanziert wird. Da muss sich schon jemand zuständig fühlen, das zu fördern auf jeden Fall. Und es sollte aber auch gesamtgesellschaftlich wieder mehr in den Fokus kommen. Bei uns engagieren sich ja viele Unternehmen zusammen und FragFin kann nur existieren, wenn sich mehrere Unternehmen zusammentun. Das kann nicht einer sagen, ich fördere FragFin, einer alleine schafft es nicht, sondern es muss die ganze Gesellschaft sich dafür verantwortlich fühlen und sagen, hier, wir machen was Cooles für Kinder, wir wollen, dass sie einen sicheren Surfraum haben. Also ich denke, da kann man auch die Unternehmen auch noch mal wieder mehr in die Pflicht nehmen. So. Stefan, sagt die Kim-Studie oder auch die Jim-Studie etwas darüber aus, was sich die Preteens wünschen, also was sie für Erwartungen und Bedürfnisse haben, wenn es sozusagen um das Thema Online-Nutzung geht? Nee, wir fragen die tatsächlich nicht. Sowas müssten wir auch eher im Rahmen von irgendwas Qualitativem mal machen. Vielleicht nehme ich das mal als Idee mit irgendwie quasi, weil da muss man ein bisschen Zeit haben, um mit denen ein bisschen ins Gespräch zu kommen und das irgendwie so ein bisschen auszuloten. Was ich noch sagen wollte, ist, ich finde das auch wirklich einigermaßen schwierig, ne, weil zum Beispiel das Beispiel Chat-Angebote. Mit wem wollen die Kinder chatten? Untereinander, ja, aber die chatten natürlich auch mit ihren Eltern, mit ihren größeren Geschwistern. So, wo sind die? Die haben ja alle schon Zugang, ja, die sind ja alle schon dort und natürlich wird da im Zweifelsfall nicht ein Riesenaufwand investiert, um noch einen dritten Messenger irgendwie zu installieren, sondern verwendet man halt das, was halt ehedem schon da ist. Ich glaube, da ist auch ganz viel Pragmatismus dabei, was mir dann immer so ein bisschen leid tut für gute Angebote und Lösungen. Was ich noch gedacht habe vorhin, was vielleicht auch immer mal ein Ansatz ist, wo wir immer merken, dass es diesen Bedarf auch gibt, ist immer dann, wenn es juristisch wird. Also zum Beispiel, ne, als während der Pandemie wahnsinnig viele Sachen ins Homeschooling verlegt worden sind, da standen die Schulen praktisch ständig vor der Frage irgendwie, ja, wie kommunizieren wir jetzt eigentlich? Ne? Also dann wird es dann konkret und dann müssen natürlich auch Lösungen gefunden werden. Das kann dann nicht WhatsApp sein und das kann dann nicht irgendwie irgendwas sein. Gut, wobei, ne, an vielen Schulen ist es dann trotzdem mit Microsoft Teams und keine Ahnung, was möchte ich jetzt datenschutztechnisch nicht bewerten, aber auch da sind ja jetzt eine Menge Lösungen entstanden. Ne? Die haben jetzt, da ist Chat, da ist ein Nebenaspekt. Ne? Aber ich sag mal so, vielleicht wäre auch das so ein Ansatzpunkt, dass man guckt im organisatorischen Kontext. Ne? Schule, Kindergarten, da wo die Bedarfe auch entstehen und da wo die auch ohne einen sicheren Rahmen gar nicht können. Ja? Da auch vielleicht mal anzusetzen. Keine Ahnung, ob das was wäre. Also ich hatte gestern ein Fokusgruppengespräch mit drei Anbietenden aus dem Kinderbereich. Alle haben gesagt, dass der große Bedarf da ist, dass die Kinder Chat-Angebote suchen. Und wir hatten dann so eine spontane Idee. Also es hat ja bei den großen Anbietern, bei Meta, als es noch Facebook war mal die Planung für Messenger Kids,
für ein Angebot, was spezifisch für Kinder sein sollte, ist dann nur in den USA ausgerollt worden und dann wieder eingestellt worden. Jetzt haben wir aktuell die Situation, dass mit dem Digital Markets Act die großen Anbieter, also die, wo wir gerade gesagt haben, da sind die Kinder ja auch, zur Interoperabilität verpflichtet werden. Das heißt, wenn es einen anderen Anbieter gibt, wo jemand anders da ist, dann muss ich auch über Signal mit WhatsApp kommunizieren können und mit weiteren Angeboten. Das wäre ja vielleicht eine Einstiegsmöglichkeit zu sagen, wenn die jetzt dazu verpflichtet sind, die Leute, die auf WhatsApp sind, denen auch den Zugang zu einem Kinder-Messenger-Angebot, wie auch immer, zu ermöglichen, ohne dass ich das alle meine Kontakte, die ich auf der einen Plattform habe, verliere, sondern die quasi mitnehmen zu können. Vielleicht macht sich da gerade ein Window of Opportunity auf, dass man den Digital Markets Act auch mal tatsächlich zum Vorteil von Kindern nutzen könnte. Aber dann braucht es auch eine Initiative, dass tatsächlich jemand sagt, jetzt könnte vielleicht das Marktpotenzial da sein. Denn dass das bei Meta, Facebook damals eingestellt worden ist, war ja nicht, weil man es nicht gut fand. Da hat eine Menge Aufwand drin gesteckt in der Entwicklung und das Marktpotenzial ist aber nicht gesehen worden. Vielleicht ändert sich das jetzt, ja. Das wäre ja wünschenswert. Also wir sind gespannt. Da sind wir aber noch nicht. Und ich würde einen Schritt noch mal gerne wieder zurückgehen wollen, und zwar zu dem Thema Bedürfnisse. Denn auch bei dem Projekt, Jutta, was ihr habt, also KIZI, kindgerechte Zugänge zum Internet, da sprecht ihr eben auch in Fokusgruppen mit Erziehungsberechtigten, mit Kindern, aber auch eben mit Anbietern darüber, was wünschen die sich eigentlich, was brauchen die, was sind die Erwartungen, was sind eben auch die Nutzungsgewohnheiten. Mhm. Das Projekt ist zwar noch nicht abgeschlossen, aber vielleicht gibt es ja schon ein paar erste Erkenntnisse, die so ein bisschen einen Aufschluss darüber geben, was brauchen die denn eigentlich, die Preteens, um dann zu gucken, ne, was könnte der nächste Schritt eben sein für ein gutes Angebot. Ja, also ich will und möchte tatsächlich dem noch nicht vorgreifen, die Ergebnisse schon vorwegzunehmen. Also eine Sache kann man relativ deutlich sagen, wir haben mit der Altersspanne sozusagen vom beginnenden Lesealter bis zu dem Alter, wo sie dann auf die Plattformen, die für alle gemacht sind, wechseln können, ja eine relativ große Spanne, ne? 6 bis 12, 13 Jahre. Und das ist schon eine Herausforderung, auch für die Angebote, die direkt für Kinder gemacht sind, dem gerecht zu werden. Also ich habe schon für die jüngeren Kinder eher ein kindliches Design, wo die etwas Älteren dann auch schon leichter sagen, ja, ist doch was für meine jüngeren Geschwister, ich gehe dann lieber mal woanders hin. Das gilt auch, wenn sie in den Kinderangeboten, die ich nicht kritisieren will, die wirklich gut sind, aber eben doch merken, dass sie an die Grenzen stoßen dessen, was ihnen dort an Informationen geboten wird, dann sind sie relativ schnell bei Wikipedia und dann sind wir vielleicht noch froh, dass sie bei Wikipedia sind und nicht ganz woanders gelandet sind. Und sie haben auch das war für uns zum Beispiel ganz überraschend, man hätte es auch vorwegsehen können, wir haben YouTube in den Bereich Multimedia, Unterhaltung und Ähnliches einsortiert. Von den Kindern war ganz oft die Antwort, ich bin auf YouTube, weil ich mir da die Informationen suche. Ich gucke mir Videos an. Ich lese nicht lange Texte, sondern ich will Videos haben, die mir Informationen, die ich unter anderem auch für die Schule verwenden will. Und da kann ich auch sagen, das haben die Kinder uns gesagt im Kontext von Gesprächen, die nicht im schulischen Umfeld stattgefunden haben. Ganz oft haben sie dabei auch gesagt, in der Schule wird uns, auch da nochmal Blick zu euch, fragt Finn, sollen wir auf jeden Fall nutzen, das machen wir auch gerne, aber sie sagen in der Schule nicht, dass sie sich Informationen zum Beispiel auch auf YouTube geholt haben. Also, weil es gibt dann da vielleicht auch ein Naserümpfen, wenn dann eben die Preteens Angebote nutzen, die sie ja eben nicht nutzen genau. wollen. Ja, Anke, da würde ich gleich nochmal bei dir einhaken wollen. Und zwar, was ist denn dein Eindruck? Also welche besonderen Bedürfnisse hat denn speziell diese Altersgruppe der Preteens? Und was bräuchten die eigentlich für ein Angebot? Weil es ist eben, finde ich, auch so ein besonderes Alter. Ne? Genau diese Spannbreite von, es ist zum Teil noch, es gibt sehr kindliche Angebote, die vielleicht im unteren Altersspektrum noch interessant sind, die aber dann vielleicht für einen 12-Jährigen beispielsweise schon eben nicht mehr so interessant sind. Wie schafft man diesen Spagat, dass also dort auch alle Kinder irgendwie bedient werden können mit einem guten Angebot?
Ja, das ist echt schwierig. Also was wir herausgefunden haben und was wir auch immer hören aus den Rückmeldungen von den Kindern, einerseits wollen sie echt chatten und kommunizieren und ich glaube, sie wollen auch nicht, es könnte auch was sein, wo sie mit Gleichaltrigen einfach chatten und kommunizieren können. Das haben wir auch während der Corona-Pandemie gemerkt. Da war ein ganz großer Bedarf. Da haben sie uns angeschrieben, aber dann haben sie auch die Kommentarfunktionen der Finn-Reporters-Blogs auf einmal dafür genutzt, zu chatten und zu kommunizieren. Sie wollen aber auch kreativ sein und Sachen machen. Sie wollen nicht nur ein Rezipient sein, sondern auch irgendwie ins Tun kommen und Teilhabe einfach auch haben. Und sie wollen, was wir auch ganz viel sehen, sie wollen spielen. Also sie suchen Spiele und wir haben auch eine Spielebox bei FragFin, aber da können wir auch immer nur die Sachen empfehlen, die wir dann halt auf der Positivliste haben. Das ist für sie irgendwie ein ganz großes Thema. Spiele, Videos und dann aber auch Informationen für ihre Altersgruppe zu finden, die für sie altersgerecht sind. Und es gibt irgendwie das Klexikon, es gibt Wikipedia und dazwischen gibt es viele Angebote, aber nicht so, wo man jetzt sagen würde, okay, da schicke ich jetzt einen Preteen hin, weil Wikipedia ist einfach sehr groß, das können wir bei uns nicht zeigen, aber zum Beispiel Klexikon ist super. Ich glaube, noch mehr so wirklich den Fokus legen, was braucht diese Altersgruppe? Und wir haben zum Beispiel auch in dem letzten Jahr uns mal intern fortgebildet zu dem Thema so sexuelle Aufklärung, weil wir da ganz viele Fragen von Kindern kriegen. Das ist natürlich echt so, das wissen wir ja alle noch, wie wir uns damals Fragen hatten. Da gibt es auch Aufklärungsangebote, aber wo wir dann sagen, oh nee, die können wir jetzt für 6- bis 12-Jährige, das können wir nicht mit aufnehmen. Da ringen wir dann echt mit uns, weil wir denken, da finden sich auch viele gute Sachen. Aber so richtig für diese kleine Altersgruppe ist sie noch nicht gedacht. Und dass man eigentlich diese Zielgruppe, und ich weiß, es ist natürlich dann aufwendig, sich nochmal dafür extra Inhalte zu schaffen, aber die haben schon ganz gut, die haben da schon großes Informationsbedürfnis und wollen auf allen Ebenen abgeholt werden. Also sowohl Wissen als auch Spielen, als auch Chatten und gucken natürlich auch immer so ein bisschen zu den Größeren, ne? Und nicht eher so. Das ist ja auch das Dilemma, deswegen wollen die natürlich gerne auch zu den großen Plattformen, da sind ja auch die Großen. Jutta, du wolltest was ergänzen. Ja, ich wollte da noch mal darauf hinweisen, dass Kinder genau in dieser Altersspanne ja eine wirklich ganze Reihe von Entwicklungsaufgaben zu bewältigen haben. Die dazu gehört eben auch die Information über sexuelle Aufklärung, sexuelle Orientierung. Und das ist tatsächlich ein hoher Anspruch jetzt auch. Sie wollen das. Das ist im Übrigen auch bei den Arbeiten zu der allgemeinen Bemerkung rausgekommen, wo über 700 Kinder dran mitgearbeitet haben, dass es für sie total wichtig ist, das Internet an der Stelle als Informations- und Kommunikationsmedium zu nutzen, dass sie das tatsächlich brauchen. Gleichzeitig ist es eben auch wichtig, dass wenn man jetzt, wir haben jetzt eben drüber spekuliert, kann die Wirtschaft da mehr machen oder muss mehr gefördert werden, dass man das eben nicht mit der Gießkanne macht oder mal so spontan, weil man denkt, das ist jetzt vielleicht das, was Kinder brauchen. Das ist letzten Endes der Hintergrund, weshalb wir mit Förderung von der Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz gerade uns mit diesen Angeboten befassen. Also natürlich ist es auch spannend, sich damit zu befassen, aber es hat eben einen ganz entscheidenden Grund, diesen Förderungsauftrag der Orientierung für Kinder und Erziehungsverantwortliche dann auch auf eine gute Grundlage zu stellen. Jemand aus dem Publikum wirft ein, ob so ein Angebot, damit meint sozusagen eigentlich ein sehr breit aufgestelltes Angebot, glaube ich, nicht Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks wäre. Also Anke hat schon gesagt, der MDR zum Beispiel macht gute Sachen. Aber ja, vielleicht steht dahinter die Frage eben, könnte es nicht eine Plattform geben, die eine Kommunikationsinfrastruktur anbietet, die Suchmaschine anbietet, die kindgerechte Inhalte anbietet und so weiter und so fort. Wie seht ihr das? Also die bieten ja schon guten Abend für diese Altersgruppe an, wenn ich den Kika irgendwie sehe oder Togo oder MDR, SWR. Die haben ja echt schon viele tolle Angebote. Und ich glaube, der Kika ist eines der letzten, die tatsächlich auch themenbezogen auch mal einen Chat anbieten. Die hatten auch irgendwie Mein Kika, aber ich glaube, das gibt es, glaube ich, inzwischen nicht mehr. Also die sind da schon sehr aktiv und das ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil von unserem Surfraum, was die Öffentlich-Rechtlichen anbieten, wenn man zusammen irgendwie eine Kommunikationsplattform aufrufen möchte, gerne. Aber ich finde, die lösen da schon auch echt viel ein in der Altersgruppe. Aber könnte natürlich auch immer noch mehr sein. Und gerade so dieses Austauschen, das ist natürlich auch nicht deren Fokus, aber so Informationen und sie auch abholen da, wo sie sind. Die haben da schon echt tolle Angebote, finde ich.
Also mein Kika war ja mit sozusagen einem hohen Schutzmechanismus ausgestattet, dass die Eltern nämlich tatsächlich eine schriftliche Zustimmung geben mussten, an den Kika zurückschicken, dass sie erlauben, dass ihre Kinder das Angebot nutzen. Also wirklich ein hohes Schutzniveau, was aber gleichzeitig muss man eben auch den Aufwand sehen, der dann tatsächlich dahinter steht. Und das ist letzten Endes mit auch ein Grund gewesen, weshalb diese als Kinder-Community gedachte Anwendung jetzt so nicht mehr verfügbar ist. Habt ihr denn andere Positivbeispiele für Angebote, die sich speziell an Preteens richten, wo man sagen kann, so muss es gemacht sein, das ist super? Das überlasse ich jetzt mal dir, weil also ich sonst auf den Studienergebnissen zu weit vorauspresche. Es gibt natürlich den tollen Verein Seitenstark, der alle Kinderseiten zusammenpackt. Dann gibt es das Internet-ABC, weil es ist auch sehr stark für die Internetanfänger. Dann gibt es das Klexikon, was wirklich eine gute Wissensbasis vermittelt. Dann gibt es vom Deutschen Kinderhilfswerk Kindersache, die auch eine Videoplattform mit Yuki dabei haben. Das scheint als erste Anfang in die Richtung. Und was fehlt in der aktuellen Angebotslandschaft? Gerade, weil wir auch einhellig schon gehört haben, es gibt zu wenig und auch das, was es gibt, ist rückläufig. Auch da wieder eine Mein Kika gibt es dann auch eben nicht mehr. Also ich habe auch den Eindruck, wir schauen so ein bisschen zurück, was es schon mal gab. Mhm. Aber was ist denn aktuell sozusagen, was fehlt denn jetzt? Wo müsste man noch mal hingucken? Ja, also ich würde tatsächlich sagen, eine Community-Plattform, die nicht themenspezifisch ist, die wirklich für die Altersgruppe gemacht ist, die vielleicht auch das Rauswachsen und Reinwachsen dann in die Angebote für alle Altersgruppen unterstützen würde, ist auf jeden Fall etwas, was fehlt. Und ich finde bei den Überlegungen auch nochmal wichtig, hinzugucken, wie schnell können die Angebote eigentlich mit der Entwicklung Schritt halten. Weil wir haben jetzt so, wir sprechen über Kinderangebotslandschaft, haben aber in dem Kinderbereich, was wirklich für Kinder gemacht ist, immer noch sehr viele Angebote, die nicht mobile first sind, die auch keine Apps, also weder mobile first noch App. Auch das liegt natürlich daran, dass das einen Aufwand verursacht, dass ich das nicht mal eben so machen kann. Und sicherlich ein Grund dafür, dass die dann die anderen Angebote auch nutzen darin, wenn man die Zahlen über die Smartphone-Verbreitung schon gesehen, dass halt Kinder sehr häufig das mit dem Smartphone nutzen, nicht so oft vom Rechner sitzen. Und wenn eine Website dann nicht mobile first gestaltet ist, dann sind die Kinder auch schnell wieder weg. Also insofern muss man, glaube ich, auch noch mal gucken, in welcher Darreichungsform ist eigentlich das verfügbar, was wir für Kinder gerne haben wollen. Stefan? Ich wollte auch nochmal sagen, ich glaube, ich will jetzt kein konkretes Angebot machen, ne, aber was fehlt, ist auch manchmal eine Kontinuität, ja, weil bis sich also jetzt nicht die neuen Hipster-Plattformen, die verbreiten sich auch ohne unser Zutun schnell, aber gerade pädagogisch wertvolle Angebote, die brauchen eine Zeit, bis sie bei den Eltern angekommen sind, bis sie in den Schulen angekommen sind, ja. Und ich meine, es ist toll, dass jetzt mit FragFin und verschiedenen anderen Plattformen welche gibt, die so eine Kontinuität haben. Aber wenn ich natürlich ein tolles Angebot habe und dann kriege ich einmal, keine Ahnung, eine schöne medienpädagogische Auszeichnung und weiß aber schon anderthalb Jahre später nicht mehr, ob ich das weiter gefördert bekomme, dann kriege ich auch keine Plattform, an der sich Eltern und Kinder über lange Jahre gewöhnen und die halt irgendwann ein Standing hat, dass man die halt auch anläuft, ja. Mhm. Hier fragt jemand noch, kann Deutschland eigentlich in puncto Kinder-Online-Angebote etwas von anderen Ländern, vielleicht auch aus Europa, lernen? Tatsächlich haben wir im deutschsprachigen Kinder-Online-Angebot, sind wir sehr gut aufgestellt. Ich glaube, also europaweit und auch größer gedacht, da sind wir sehr gut aufgestellt. Fällt mir jetzt schwer, darauf zu antworten. Sicherlich kann man noch von viel dazu lernen. Ich würde ein Beispiel gerne noch mal einbringen in die Diskussion, von dem ich leider nicht mehr weiß, ob es tatsächlich noch läuft. Aber in den Niederlanden hat es quasi so eine selbstorganisierte Orientierung und Qualitätssicherung gegeben von Eltern und sonstigen Erziehungsverantwortlichen, die sich angeguckt haben, was ist
guter Content für Kinder, wo wird der gute Content verbreitet. Und so ist sozusagen so ein Orientierungsangebot entstanden, was relativ viel Zugang zu entsprechenden Angeboten ermöglicht hat. Aber auch das ist im Rahmen von guter Content gewesen. Und die Bewertung, jetzt die persönliche Bewertung durch Eltern, ob zum Beispiel ein Chat, der da ist, oder ein Forum oder Ähnliches, dann auch wieder den Schutzbedürfnissen entspricht, ist natürlich viel herausfordernder. Ich kann als Eltern ganz gut sagen, das ist für meine 5-jährigen, 6-jährigen, 7-jährigen Kinder ganz gut geeignet, für die Älteren vielleicht nicht. Aber alles, was darüber hinausgeht, braucht schon auch einen Expertenblick darauf, ob es wirklich gut geeignet ist. Und da braucht es dann eben eine Redaktion, so wie bei euch. Jutta, du beschäftigst dich ja auch, das hatte ich auch eingangs schon gesagt, also ganz dezidiert auch nochmal in einem Projekt eben mit Kinderrechten und auch natürlich damit verbunden dem Schutz von Kindern. Inwiefern können dann überhaupt Kinder tatsächlich gesellschaftlich teilhaben, wenn sie sozusagen nur auf die Angebote, die auf Kinder zugeschnitten sind, zugreifen würden? Oder sind sie eben dort, weil sie vielleicht eben ihr Recht auf Teilhabe nur dort so richtig auch verwirklichen können? Also ich glaube nicht, dass es nur eine Utopie ist, zu sagen, das wäre auch machbar, die gesellschaftliche Teilhabe von Kindern in einem gut geschützten Umfeld. Aber man darf auch nicht vergessen, dass tatsächlich Schutz und Teilhabe an gewissen Stellen miteinander in Konflikt stehen. Wenn ich ein besonders hohes Schutzniveau verwirklichen will, dann geht das in vielen Bereichen zulasten der Teilhabe von Kindern. Und hier würde ich auch noch mal auf die UN-Kinderrechtskonvention kommen. Die hat das Prinzip der sich entwickelnden Fähigkeiten von Kindern. Und das ist letzten Endes ja das, was auch das prägen muss. Deshalb, wenn wir diesen Alterszeitraum von 6 bis 12 oder 13 in den Blick nehmen, du hast es vorhin schon gesagt, 6-Jährige sind ganz anders als 9-, 10-Jährige, 11- und 12-Jährige. Ich muss also die Angebote schon daran anpassen und brauche für die Jüngeren ein höheres Schutzniveau und für die Älteren muss ich dann auch langsam auf Befähigung zum Selbstschutz setzen. Das ist aber tatsächlich schwierig in den Angeboten umzusetzen, weil jetzt haben wir schon mehrfach über die Finanzierungsmöglichkeiten und die eingeschränkten Ressourcen gesprochen. Wenn ich dann noch sagen will, okay, ich mache jetzt hier meinetwegen einen moderierten Chat nur für die 6- bis 7-Jährigen und für die Älteren, dann kann ich es vielleicht auch schon weniger moderiert oder nur KI-gesteuert oder Ähnliches machen, dann müsste ich ja auch wissen, wie alt die Kinder sind. Das wäre ohnehin viel hilfreicher, wenn wir wüssten, wer wie alt ist im Internet. Dann könnten wir nämlich auch eher in den Angeboten, die für die Großen sind, Schutzräume für die Kleinen schaffen. Also wir haben jetzt auf so einem relativ abstrakten Niveau davon gesprochen, also die brauchen anderen Schutz oder sie brauchen andere Inhalte. Und jetzt fragt jemand auch berechtigterweise aus dem Publikum, was brauchen denn die Preteens anderes als Kinder, wenn es um Angebote geht? Also was konkret muss anders sein für einen Preteen als für ein Kind? Also ich glaube tatsächlich, dass man so diesen Stritt, diese Lücke schließt zwischen Kindern gute Informationen, gute Sachen bieten und dazwischen, wenn sie nachher selbstständig im Internet unterwegs sind, Sachen produzieren, kommunizieren, diese Begleitung, dass man ihnen vielleicht schon die erste Kommunikationsmöglichkeit bietet oder ja, also diesen Zwischenraum irgendwie zu füllen. Weil das werden wir ganz oft gefragt, ist ja ganz schön gut und schon und gut mit FragFin. Aber was kommt denn danach so? Ne? Was ist zwischen Fortnite und FragFin? Das ist jetzt ein bisschen ein heftiger Unterschied. Ne? Aber so, wie begleite ich sie denn dazwischen? So, was ist denn dann adäquat? Also ich glaube, da habe ich jetzt auch nicht so die Lösung parat. Da vielleicht auch mal echt in den Austausch gehen mit den Kindern, mit den Pädagogen, mit den Eltern zu schauen. Also, und da würde ich einhaken. Ja. Sind das die richtigen oder muss man vielleicht auch viel stärker noch eben mit den Kindern und den Preteens selber sprechen? Weil, also was ich jetzt auch mitnehme ist, ach, was die für Bedürfnisse haben, das müssten wir in der KIM-Studie auch mal erfragen. Oder jetzt sagst du, ja, dann müssen wir die Pädagogen fragen und dann müssen wir die Eltern fragen und dann müssen wir die Anbieter fragen. Aber was ist denn mit den Kindern selbst? Also auch gerade, wenn wir jetzt vielleicht auf das Thema Kinderrechte schauen, sollten die nicht eben auch mitsprechen können und sehr viel stärker auch sagen, das brauche ich. Natürlich muss ein Erwachsener dann da drauf schauen und sagen, ne, was darfst du dann auch? Ja? Aber brauchen wir nicht einen viel stärkeren Dialog eigentlich noch mit den
Preteens selber, damit eben auch die Angebote wirklich so gestaltet sind, dass sie dann auch genutzt werden? Ja, bitte. Also wir hatten jetzt in Vorbereitung auf diese Veranstaltung heute, das sind natürlich, dann haben wir nochmal bei uns gefragt, das sind natürlich die, die jetzt schon bei Fragfinden tatsächlich surfen. Und was sie sich wünschen, wir sind ja auch im Austausch mit denen, die schreiben uns ganz viel durch die Finn-Reporter auch, die wünschen sich mehr Spiele, die wünschen sich Chats, die wünschen sich Interaktions- und Beteiligungsmöglichkeiten, aber was sie sich auch natürlich wünschen, ist so Musik, Stars, das finden sie bei uns natürlich irgendwie auch nicht. Also die sind schon im Austausch mit denen und das ist das, was wir herausgefunden haben, was sie sich wünschen. Also ich würde nochmal auf die Jugendbeteiligung bei der allgemeinen Bemerkung zurückkommen. Sie brauchen tatsächlich, wenn sie sozusagen, ich sag mal, an dem Übergangsschritt sind, ab 10, und wahrscheinlich werden wir das immer noch weiter runtersehen, vor ein paar Jahren hätten wir wahrscheinlich gesagt, ab 13 oder so, dann brauchen sie schon auch Räume, in denen sie sich selbst entfalten können. Und eines, was Sie hier ganz deutlich gesagt haben, war tatsächlich diese Orientierung, sexuelle Orientierung, Gesundheitsthemen, ganz wichtig, und das Gleiche, gleichzeitig Qualität der Information. Es muss auch wirklich stimmen, was ich da finde. Deshalb wäre auch wirklich nochmal der Appell daran, dass eine Redaktion da sein muss, die darauf achtet, dass hier eben nicht Informationen verbreitet werden, die schlicht nicht zutreffend sind. Du hast es vorhin mit Fake News und Hate Speech gesagt, wie schnell dann der Übergang ist, dass sie mit Dingen konfrontiert sind, die fake sind, die überhaupt nicht geprüft sind und nicht zuverlässig sind. Und sie wünschen sich dann halt auch Privatsphäre, auch gegenüber den Eltern, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, die sie dabei begleiten und unterstützen wollen. Also man muss schon sehen, dass sie irgendwann da auch rauswachsen müssen und dafür eben befähigt werden müssen. Das sehen wir aber auch, dass das in den Angeboten selber eben tatsächlich passieren kann. Also Medienkompetenz da zu vermitteln, wo die Medien genutzt werden, ist eigentlich auf der Hand liegend, Binsenweisheit. Das sagt auch das Publikum gerade nochmal, da gibt es auch zwei Kommentare. Das schließt sich auch an das an, was Herr Stefan Glöckler gesagt hat, die sind ja auf den ganzen Plattformen. Ob es nicht am sinnvollsten wäre, sozusagen diese Plattformen nach, in Anführungszeichen, unten zu öffnen und zu gucken, wie können wir gibt es jetzt natürlich auch YouTube Kids, also eine Variante gestalten, oder Spotify Kids gibt es auch und so weiter und so fort, die kindgerecht eben ist. Ist das der Weg? Oder seht ihr das eben vielleicht auch doch kritisch, weil wir dann trotzdem immer noch im Rahmen dieser kommerziellen Anbieter bleiben? Finde ich auf jeden Fall auch ein Weg. Es sollte beides geben, finde ich. Also die Kleinen begleitet man und vermittelt ihnen so viel Medienkompetenz, wie es geht. Und dann, klar, wenn die sich wirklich als Zielgruppe sehen, diese Alters, was ja wirklich auch Veränderungen für die Angebote mit sich bringen würde und viel mehr Schutz bei den Angeboten, ist es auf jeden Fall was auch parallel laufen sollte, denke ich, auf jeden Fall, weil das schaffen wir ja auch gar nicht. Also ich finde es beides gut. Ich würde auch da nochmal auf die europäische Regulierung gucken. Also ich hatte ja vorhin den Digital Markets Act schon mit so einer Idee reingebracht, Interoperabilität zwischen Kindermessengern und WhatsApp, wie auch immer. Wir haben mit dem Digital Services Act auch eine Regulierung, die ja jetzt einiges an Vorgaben macht und die im Übrigen auch auf die Kinderrechte Bezug nimmt. Das ist jetzt ganz frisch, seit 17. Februar. Wir müssen mal gucken, wie sich das auswirkt, ob das tatsächlich vielleicht auch einen gewissen Rahmen schafft, in dem man dann über diese Öffnung nach unten nachdenken kann. Solange wir aber nicht wissen, wie gut das funktioniert, ob das wirklich greift, ob das einen besseren Schutz für Nutzerinnen und Nutzer aller Altersklassen bewirkt, kann man jetzt im Augenblick, glaube ich, noch nicht sagen, ja, lass uns mal nach unten öffnen, das ist sicher die beste Lösung. Und ich komme noch mal darauf zurück, ohne zu wissen, wie alt die Nutzer sind, werden wir für die Jüngeren keinen Schutz gewährleisten können. Es sei denn, wir wollen für alle ein extrem hohes Schutzniveau. Würde also bedeuten, dass es für alle eine Altersabfrage geben müsste bei bestimmten Apps? Zum Beispiel. Zum Beispiel, wenn besondere Risiken bestehen. Und wenn ich einen Chat habe, besteht ein hohes Risiko, dann müsste ich wissen, wie alt die Nutzer sind. Und dann kann ich bestimmte Dinge auch ganz gut in den Griff bekommen. Ich finde es schon spannend, gerade auch, weil das Thema nach unten öffnen und so nochmal aufkommt. Und ich habe sie selber genannt, also diese Beispiele, wo es die Kindervarianten gibt.
Wenn ich selber jetzt drüber nachdenke, an wen richten sich dann, dann sind sie aber eben tatsächlich wieder sehr viel mehr für Kinder als genau für diese Zwischenzielgruppe, in Anführungszeichen, die Preteens. Also ich glaube, das ist eine große Aufgabe tatsächlich noch, diese Lücke auch zu füllen, weil dann ganz häufig eben, ich denke jetzt an Spotify Kids, das nutzen wir selber zum Beispiel zu Hause, das sind wirklich sehr, sehr kindliche Inhalte, würde ich sagen. Ähnlich ist es bei YouTube auch, sind auch noch sehr YouTube-Kids, sehr kindliche Inhalte, die vielleicht eben für einen 12-Jährigen dann schon gar nicht mehr so interessant sind. Aber natürlich das große Dilemma auf YouTube selber, gibt es dann eine ganze Menge auch zu finden, was man vielleicht nicht so gerne möchte als Jugendlicher, angehender Jugendlicher oder auch als Elternteil, dass die Kinder das finden. Kann ich total bestätigen. Haben wir zu Hause genau das Gleiche. YouTube-Kids, das ist irgendwann, für die Kleinen ist es gut, aber wenn sie dann 11, 12 sind, dann finden sie da vielleicht nicht die Let's Plays, die sie gerade suchen. Dann ist es natürlich wichtig, dann kommen wir doch darauf zurück, dass die Eltern sie begleiten, dass wir sie so früh wie möglich irgendwie uns ranholen. Worauf musst du achten, wenn du im Internet surfst? Ne? Welche Plattform haben welche? Worauf geht's? Was ist bei denen wichtig? Was kann ich für Einstellungen machen, wenn jemand mir irgendwie ein blödes Kommentar schreibt? Was mache ich dann? Wen hole ich um Hilfe, dass ich eine Vertrauensperson habe, an die ich mich wenden kann? Das ist ja dann der Schritt und das wird natürlich immer früher, glaube ich, weil ich das Kind dann auch mal so ein bisschen loslassen muss. Ich kann das selber total nachvollziehen, weil irgendwann, dann kommt mein Elfjähriger und sagt so, oh ja, nee, finde ich jetzt nicht mehr da bei YouTube Kids. Dann muss man sagen, okay, dann müssen wir sie jetzt, dann kann man noch den Safe Search einschalten. Und dann muss man echt mit dem im Gespräch bleiben und einfach sehr aufmerksam gucken und sehen, dass da irgendwie eine vertrauensvolle Person an seiner Seite ist, die dann auch mal, wo er dann auch mal Fragen stellen kann. Ne? Und dass sie dann, und das sind sie dann teilweise noch sehr jung, das müssen wir uns einfach bewusst sein. Aber irgendwann ist dann der Zeitpunkt. Stefan. Da muss man halt auch so ein bisschen, ich finde, es ist ja bei Eltern und bei Kindern ist ja auch immer ganz wahnsinnig viel Pragmatismus dabei, muss man ja ehrlicherweise sagen. Ja? Also, weiß ich nicht, wenn wir mal so ein Thema nehmen, was uns allen total am Herzen liegt. Datenschutz mögen wir ja alle, glaube ich, hier im Raum total gerne. Ja? Aber ob alle von uns sich irgendwie so gewünscht hatten, dass man auf jeder Webseite, wenn die aufgeht, immer erstmal hektisch zwei oder dreimal klicken muss, da bin ich schon wieder nicht mehr ganz so sicher. Und bei Kindern, glaube ich, ist das auch ähnlich. Ne? Wenn ich mir überlege, dass wir früher für E-Mail-Services, für Schulen und sowas hatten, was es alles gab, ne? Mit Authentifizierungsverfahren, da haben die Klassenlehrer irgendwelche Zettel eingesammelt, da musst du eine Originalunterschrift geben und das Problem ist halt natürlich, dass das halt bei den alternativen Angeboten, die die Großen auch verwenden, in der Regel ja alles so schön und einfach geht. Ne? Da melde ich mich mit einem falschen Geburtsdatum innerhalb von 11 Sekunden an. Die meisten Kinder und Jugendlichen, die wissen schon vorher von ihren älteren Geschwistern, wie das Ganze funktioniert und dass man da bloß nicht seinen richtigen Geburtsjahrgang einträgt, sondern dass man da gleich irgendwie dafür sorgt, dass man mindestens 21 ist. Und manchmal denke ich auch, aber bitte nicht falsch verstehen, ich will uns nicht irgendwie mit der Regulierung irgendwie vor das Schienbein treten, aber diese Angebote für Kinder, ne, YouTube Kids und Co., also jetzt mache ich so ein bisschen hier Wohnzimmer-Empirie darf man auch nicht, ne? Aber unser Kleinster zu Hause, der ist 8, der ist aus YouTube Kids schon, also ich weiß nicht wann, ich traue mich es gar nicht zu sagen, aber der hat relativ schnell gemerkt, oh, alles klar, das Internet hat mehr als 3 Seiten und YouTube hat irgendwie mehr als 5 Treffer. Ja, also da waren wir so schnell raus, das hat mir selber auch gar nicht gefallen. Da muss man manchmal auch irgendwie gucken, ob man Regelungen findet, weil ich glaube auch die Anbieter manchmal, also vor allen Dingen, wenn sie so aus dem angloamerikanischen Raum kommen, ne? Also die wissen ja immer, wenn die irgendwie, ist dein YouTube-Video speziell für Kinder? Wenn ich da den Haken irgendwie reingesetzt habe, dann weiß jeder, der sich da auskennt, oh, jetzt wird es richtig kompliziert, ja, und also irgendwie da Wege zu finden, ja, dass man die Zugänge niedrig hält und gleichzeitig irgendwo einen gewissen Schutz gewährleistet, also eine Riesenaufgabe. Was ich auf jeden Fall mitnehme, ist, man kann dann doch eben auch nicht alles über die Angebote vielleicht selber lösen, sondern viel ist eben dann doch auch Medienkompetenzvermittlung, aber diesen Spagat eben hinzubekommen. Wir befinden uns jetzt auf der Zielgeraden und gehen schon gleich in die Pause. Ich würde gerne ein paar Wünsche von euch noch einsammeln wollen, vielleicht einfach der Reihenfolge nach, was für euch passieren müsste, sagen wir mal in den kommenden 5 Jahren, um ein gutes, preteen-gerechtes Internet zu gestalten. Einfach mal so frei raus, ohne darüber nachzudenken, ist das realistisch erstmal, was würdet ihr euch wünschen? Also erstmal tatsächlich die Zielgruppe mit ans Board holen bei der Entwicklung. Das macht bestimmt total Spaß, mit denen das zusammen zu entwickeln und dann tatsächlich etwas zu finden, wo sie chatten können, ihre Videos hochladen können in so einem kleineren Raum, dass sie nicht gleich in einer ganz großen Welt sind. Einfach wirklich die Bedürfnisse der Kinder abfragen und dann mit denen zusammen ein Angebot entwickeln, unabhängig davon, wie viel Geld man hat. Man hat einfach unendlich viel Geld und kann ein cooles Produkt machen. Also wenn hier jemand einen guten Topf Geld noch hat, dann gerne melden.
Also ich würde mir kein neues Angebot wünschen, sondern tatsächlich, dass die Angebote, die von Kindern genutzt werden, die von ihnen geliebt werden, dass die tatsächlich kindgerecht gestaltet wären. Und die Voraussetzung dafür wäre, dass man tatsächlich das Alter der Nutzerinnen und Nutzer weiß. Wir haben in einigen Bereichen auch schon in früheren Arbeiten festgestellt, dass Jugendschutz so ein Thema ist, wo der Satz "tue Gutes und rede darüber" nicht stimmt, sondern "tue Gutes und rede nicht darüber". Also es wird an ganz vielen dieser Angebote, auch die, die nicht für Kinder gemacht sind, sind Jugendschutzmechanismen da, die aber nicht, wo entweder nicht drüber gesprochen wird oder die nicht genutzt werden, weil sie eben dann für alle Nutzer gelten würden. Und das Potenzial könnte man sehr gut heben und nutzen, wenn man eben, ich muss nicht das Geburtsdatum einer Person wissen. Es reicht, wenn ich weiß, es ist jemand zwischen 13 und 16. Das, gerade was du gesagt hast, die geben an, dass sie 21 sind, damit sie alles kriegen und kriegen dann das, was in die Plattform eingebaut ist an Jugendschutz, kriegen sie dann nicht mehr, weil das nur für die unter 18 oder die unter 16-Jährigen vorgesehen ist. Und wenn wir das besser nutzen würden, das heißt, ich wünsche mir, dass man auf eine anonyme Weise nicht meinen Personalausweis zeigen, nicht mein Geburtsdatum angeben, aber trotzdem zu wissen, wie alt sind die Nutzerinnen und Nutzer, dann kann ich sie auch besser schützen und vor allen Dingen ihren Wünschen und Bedürfnissen gerecht werden. Ja, ich würde mir wünschen, also wenn es dafür eine Lösung gibt, vielleicht gibt es ja wirklich was im digitalen Raum. Ne? KI habt ihr heute mehrfach irgendwie erwähnt, weiß ich nicht, aber also für diesen Konflikt zwischen einfachen, aber sicheren Lösungen. Das ist ja, das sind irgendwie so zwei Seiten von der Medaille, die ich nicht so auf einen Wurf kriegt man nicht irgendwie in einer Fuhre geliefert. Und das fände ich schön, wenn es da irgendwie Lösungen gibt, gerade weil mir das jetzt heute nochmal so klar geworden ist. Vielleicht nehmen wir uns auch die Preteens nochmal so vor als Gruppe und fragen die nochmal gezielt ab, weil das so eine spannende Altersgruppe ist, wo dieser sich selbstständig bewegen, die elterliche Kontrolle verschwindet quasi an diesem Bereich, aber die sind jetzt auch noch nicht auf dem Entwicklungsniveau, dass man sagen kann, ja, Risiken und Co., das brauche ich mir keine Sorgen mehr zu machen. Also eigentlich eine super spannende Altersgruppe. Vielleicht können wir da auch noch mal was zu machen. Und genau diese Wünsche nehme ich dann einfach direkt mit und unsere zweite Runde, die sich dann in einer halben Stunde anschließen wird, da wollen wir dann nämlich über die Handlungsbedarfe sprechen, die es noch gibt in Sachen eben Preteens. Wie machen wir da jetzt eigentlich weiter mit dieser Zielgruppe? Wie können wir sie schützen, aber wie können wir sie auch empowern? Und damit bedanke ich mich recht herzlich erstmal bei dieser Runde, bei euch, für die Einblicke, wie es denn aktuell um diese Zielgruppe steht und was die haben und was sie eben nicht haben. Und freue mich, wenn wir uns dann in einer halben Stunde wiedersehen. Sie dürfen sich jetzt gerne kurz stärken. Sie dürfen auch einmal nach oben auf die Terrasse gehen und frische Luft schnappen, ein bisschen Sonne genießen. Die ist, glaube ich, auch gerade da. Und dann freue ich mich, wenn wir uns in einer halben Stunde hier wiedersehen zum zweiten Teil. Bis gleich. Beim Medienimpuls. Ich freue mich, dass Sie alle den Weg wieder hierher gefunden haben. Wir wollen jetzt nach der ersten Bestandsaufnahme weitermachen und wollen erstmal noch einen Blick in die Praxis werfen, und zwar mit Daniel Mender und Luzi Benz, die uns zugeschaltet sind heute. Wir hätten Sie gerne hier auch bei uns in der Bertelsmann-Repräsentanz begrüßt, aber die Deutsche Bahn hatte für heute andere Pläne, deswegen sind Sie uns heute zugeschaltet. Daniel Mender arbeitet seit 2018 als Referent und Jugendschutzbeauftragter im Bereich Standards and Practices von RTL Deutschland und ist verantwortlich für alle jugendschutzrelevanten Themen bei den TV-Sendern Super RTL und Nitro sowie dem Webangebot von Togo.de. Und in dieser Funktion prüft und bearbeitet er Programme, führt Jugendschutzschulungen durch und berät Redaktionen bei der Produktion von altersgerechten Inhalten. Und Luzi Benz arbeitet seit 2018 in unterschiedlichen Funktionen bereits bei Super RTL. Und seit Sommer 2023 ist sie die Leitung der neu gegründeten Abteilung Daily Content für die eben 8- bis 13-Jährigen, also genau die Menschen, über die wir heute sprechen wollen, die Preteens. Und seitdem beschäftigt sich Luzi Benz mit der Fragestellung, wie Togo die Preteens auch über Plattformen wie YouTube oder TikTok erreichen kann und so auch die Marke wieder stärker ins Bewusstsein dieser Zielgruppe holen kann. Und damit darf ich jetzt auch direkt an Luzi übergeben. Sie führt uns jetzt also in die Praxis ein und wie man Inhalte gestalten kann für die Preteens. Viel Spaß.
Hallo, nach Berlin. Schön, dass wir dank der Technik wenigstens digital dabei sein können. Daniel und ich führen euch heute in unsere Praxis ein. Und ich habe als Leiterin der neu gegründeten Content-Abteilung, die vor allen Dingen auch Preteens bedienen möchte, so ein bisschen unsere Herausforderungen und Überlegungen mitgebracht, da diese auch ja meine Zusammenarbeit mit Daniel als Jugendschützer bestimmen und unsere Diskussion nähren. Bei Togo haben wir tatsächlich eine Bestandsaufnahme, dass wir linear, also in der TV-Nutzung, immer jünger werden. Oder vielmehr der Anteil der 3- bis 5-jährigen Kinder steigt und der Anteil der 6- bis 13-jährigen Kinder sinkt. Und das so, dass es nicht von uns zu ignorieren ist. Zudem haben wir durch unsere hervorragende Insights-Abteilung auch schon vor einiger Zeit festgestellt, dass wir auch einen Image, einen Top-of-Mind-Verlust mit dem Übergang der Kinder in die dritte Klasse haben. Das heißt, wenn die Kinder circa 8 Jahre alt sind, sinkt unsere Relevanz als Kinderunterhalter. Wir werden weniger cool und weniger relevant wahrgenommen und sind einfach weniger in den Köpfen der Kinder. Und dazu kommt, das habe ich gleich auch noch mitgebracht, dass 25% unserer Zielgruppe überhaupt gar nicht mehr linear zu erreichen sind. Da gehe ich gleich noch mal ein bisschen näher drauf ein. Und auch das haben wir heute schon gehört, die Eltern der Kinder 6 bis 13 haben eine veränderte Gatekeeper-Rolle. Das heißt, sie sind sehr viel laxer, könnte man sagen, oder sie vertrauen ihren Kindern. Sie vertrauen zum Teil auch den Algorithmen der Plattformen, über die wir heute schon gesprochen haben. Und das alles umtreibt uns natürlich als Content-Schaffende sehr. Und wir haben dann vor 2 Jahren angefangen, genauer hingucken zu wollen. Was umtreibt denn unsere Kinderzielgruppe? Nachdem wir verstanden hatten, die Eltern sind weniger relevant als Gatekeeper, somit dann auch weniger relevant für uns als Unternehmen, haben wir geguckt, okay, wie unterschiedlich konsumieren die Kinder eigentlich Content? Und da sind sehr spannende Sachen rausgekommen. Wir haben Selective Fans, das seht ihr ganz links. Das sind so die klassischen Fußballjungs oder Pferdemädchen. Die sind halt eine Zeit lang sehr konzentriert auf ein Hobby und damit auch auf eine Begrenzung ihres Contents. Und den gucken sie aber halt eben sehr selektiv. Dann haben wir die große Gruppe, und die machen tatsächlich 35% des Zielgruppensegments aus. Dann haben wir die große Gruppe der Sheltered. Ich nehme an, eine große Schnittmenge auch zur Nutzung von Frag Finn. Das sind unsere behüteten Kinder. Die machen ungefähr 28% der Zielgruppe aus. Und das sind natürlich die klassischen Togo und Kika und Disney-Linear-Nutzer, die wir haben, aber natürlich auch von deren Digitalangeboten. Dann haben wir die Media und Content Master, für uns die herausforderndste Zielgruppe, denn sie sind unserer Meinung nach die Meinungsmacher in der Peer Group. Wenn wir über Talk auf Schulhof reden, dann reden wir über die Media und Content Masters und die machen tatsächlich 25% der Zielgruppe aus und das sind auch eben die angesprochenen Kinder oder das Zielgruppensegment, das wir linear überhaupt gar nicht mehr erreichen. Kein schaffen wir nicht, denn die sind auf YouTube, auf TikTok, auf Insta, auf Netflix, überall digital unterwegs. Die werden wenig reglementiert und sie nutzen tatsächlich Medien oft zweifach. Also sie spielen auf dem Handy, während sie eine Netflix-Serie gucken. Und dann haben wir noch relativ kleines Zielgruppensegment von den Uninspirierten. Da lässt sich kein roter Faden finden. Und wir als Togo, wir fokussieren uns tatsächlich auf die Sheltered und Media und Content Master. Und ihr habt schon gesehen, bei den Media und Content Master spielen Kika und Togo gar keine Rolle mehr. Und deswegen ist unsere Konkurrenz auch auf einmal eine komplett andere, denn sie lautet jetzt YouTube, TikTok und Netflix. Und das führt auch dazu, dass die Kinder auf einmal eine komplett andere Sehgewohnheit entwickeln, eingehen auf oder eine andere Ästhetik haben und die auch verlangen.
Das geht in die komplette Machart, aber auch in die Länge. Jeder von euch kennt die Shorts oder die TikToks. Auf YouTube dürfen sie nur 60 Sekunden sein. Und das alles macht natürlich etwas mit uns Content-Schaffenden. Es sind einfach neue Herausforderungen und Anforderungen. Der Content ist oft Kreatoren oder Gesichter getrieben. Auch das kennt ihr, wenn ihr, wir hatten es eben mit TikTok oder mit YouTube, das sind alles Gesichter, die da in die Wohnzimmer der Kinder kommen oder auf die Devices der Kinder. Und das bringt natürlich mit sich, dass wir neue Stars und neue relevante Themen haben. Eine Lösung für uns als Macher bedeutet, dass wir eben die Abteilung, die ich jetzt leiten darf, neu gegründet habe und wir uns zur Aufgabe gemacht haben, wirklich täglich frischen Content für die Zielgruppe zu produzieren, der in Ästhetik und Machart natürlich sich stark an YouTube und TikTok orientiert. Und wir haben zunächst, weil wir damit frisch gestartet sind, einen thematischen Schwerpunkt zu Gaming, zu Togo GG und zu den und mit der Halbzeit zu Social Media Stars gebildet, weil das natürlich ganz neuralgische, relevante Themen in der Zielgruppe sind. Dazu haben wir gleich auch ein Beispiel. Genau, und dann komme ich schon auf die Zusammenarbeit mit Daniel zu sprechen, weil wir dadurch natürlich ganz neue Herausforderungen haben. Die Preteen-Themen, die relevant sind, drehen sich ganz oft um älteren Content. Das heißt, viele Spieletitel, die in der Zielgruppe besprochen werden und relevant sind, haben eine USK 12 und viele, deswegen ist hier exemplarisch das Netflix-Bild, viele Serientitel oder Filmtitel, die für die Kinder relevant sind, haben eine FSK 12. Und ja, die Preteens möchten einen Content auf Augenhöhe. Wir haben ja eben auch drum gerungen, was ist kindgerecht. Die Kinder würden natürlich, glaube ich, immer sagen, wachs mit mir und nehme mich an die Hand und sehe meinen Contentbedarf, den ich habe. Und wir als Togo haben es auch mittlerweile in unserem Markenleitbild zementiert, dass die Kinder sich jeden Tag größer probieren wollen, weil sie eigentlich, als sie eigentlich sind. Das heißt, das ist das, was auch eine Relevanz des Contents ausmacht, dass die Kinder die Möglichkeit haben oder es empfinden, okay, ich kann mich hier größer probieren. Hier nimmt mich jemand ernst und zeigt mir schon das Nächste auf. Und das ist bei den Preteens natürlich besonders stark als Nutzungsmotiv. Und ja, wir als Kinderunterhalter fühlen da tatsächlich eine Verantwortung, diesen Content-Need ernst zu nehmen. Und ich würde sagen, damit kann ich an unseren kleinen Showreel, den wir mitgebracht haben, abgeben und damit auch an den Daniel, der dann die andere Seite beleuchtet. Yo Leute, ich bin's Jonas und zurück auf YouTube und ab sofort heißt es auf diesem Kanal jeden Mittwoch Halbzeit. Das heißt, ihr kriegt eure wöchentliche Zusammenfassung über alles, was bei Social Media abgeht und natürlich über die Stars, die ihr so mögt. Das Ganze ist eine Reality-Sendung auf RTL. 12 Promis ziehen in das Dschungelcamp ein, müssen nach Australien fliegen, also pennen wirklich im Dschungel, werden die ganze Zeit von Kameras überwacht, müssen eklige Essens- und Geschicklichkeitsprüfungen machen und bekommen am Ende, wenn sie gewinnen, einmal die Dschungelkrone und 100.000 Euro. Heute geht es unter anderem um Fake-Fotos von Taylor Swift, es geht um Knossi, es geht um Mean Girls, es geht um Fortnite und. Leider wurde die Woche für Tay aber auch echt nicht besser, denn auf Twitter, ehemals Ex, nein andersrum, denn auf Ex, ehemals Twitter, tauchten Bilder von ihr auf, die sie ziemlich freizügig zeigten. Also nackt. Die Bilder waren natürlich nicht echt, sondern wurden mit Hilfe von künstlicher Intelligenz gefälscht. Victoria Sarina machen seit Wochen, okay, ehrlich gesagt Monaten, immer wieder Videos, in denen sie Produkte vorstellen, die sie bei Temu bestellt haben. Und zu Temu komme ich gleich, warum das so schwierig ist. Hey Gewissen, findest du es eigentlich cool, dass ich billig produzierte Ware über die ganze Welt schiffen und fliegen lasse, am Ende sie wegschmeißen kann nach 3 Tagen und das Ganze auch noch unter schlechten Arbeitsbedingungen produziert wurde? Nein? Okay. Ein kleines Beispiel, wie man so einen Satz ganz einfach verändern kann. Als ich gesagt habe, ich hasse dich und du bist ein schlechter Mensch, habe ich das nicht so gemeint. Und jetzt nehmen wir das, was wir eben aufgenommen haben und schneiden nochmal drin rum. Ich hasse dich und du bist ein schlechter Mensch. Seht ihr? Gleiche Aufnahme, andere Botschaft. Das war's mit der Halbzeit, bis zum nächsten Mal. Ciao! Leute, ihr habt es wahrscheinlich echt schon überall gehört. Palworld ist halt gerade der Shit. Das ist ein mega cooles Game, was unfassbar viele Leute gerade zocken.
Aber vielleicht könnt ihr es halt einfach gerade nicht so zocken. Oh, guck mal, Carsten. Warte mal, boah, aber das Ding können wir nicht besiegen. Oh, ja. Aber ich glaube, das Ding rasiert uns, wenn wir das jetzt angreifen. Das können wir nicht machen. Bist du dir sicher? Wollen wir es nicht einmal... Boah, ich weiß nicht, ne? Es sieht auf jeden Fall extrem cool aus. Nice, man muss nicht nachladen. Ah, den habe ich. Den habe ich auch. Perfect. So sieht's aus. Oh, wir können unsere Waffe noch upgraden. Jetzt haben wir eine höhere Schussfrequenz. Okay, gut. Gehen wir mal aus. Das macht's einfacher. So, und hier wieder ein Zurückdonnern. Hier bam, bam, bam und adios, amigo. Nicht mit mir. So, du kassierst auch erstmal hier, weil du frech warst. Lern mal manieren. So, tschüss. Jetzt machen wir direkt ein Rennen. Direkt im ersten Level. Jawohl. Wie sprint ich nochmal? Aber immerhin klappt alles. Y. Nicht vergessen, hier alles zu gießen auf dem Weg. Die Blumen brauchen Wasser. Hi Leute, cool, dass ihr am Start seid. Ich bin Yuki und wir zocken heute zusammen Fae Farm. Alter Schwede, das ist ganz schön teuer. 60 Euro soll das nämlich kosten. Ist auch kein Wunder, ist ja jetzt auch gerade erst rausgekommen. Aber für 60 Euro kann man sich schon ziemlich coolen Kram kaufen. Und deshalb wollen wir für euch mal checken, ob Fae Farm sein Geld wert ist oder ob das einfach nur ultra teurer Mist ist, der uns da verkauft wird. Wenn ich jetzt Mulan auf 2 Sterne freischalten will, dann brauche ich 20 Scherben. Und es gibt so viele Charaktere, die ich ziehen kann, sodass es halt echt ewig dauert, bis ich vielleicht die 20 Scherben für Mulan habe, um sie auf Stufe 2 zu bringen. Und dann werde ich wahrscheinlich, weil ich habe jetzt 10 gebraucht für einen Stern, 20 für 2 Sterne, dann werden es entweder 30 oder doppelt so viel, 40 für 3 Sterne sein. Das checken wir jetzt mal ganz kurz aus, indem wir einfach einen anderen Charakter nehmen. Ah, da sieht man es. 35 hierfür. Es wird schon immer mehr und das heißt, bis wir mal bei 5 Sterne angekommen sind. Allein für Donald Duck, das dauert ewig. Bin mir sogar ziemlich sicher, ihr seid schneller mit der Schule fertig und habt euren Schulabschluss und vielleicht sogar schon geheiratet, bevor ihr das da habt. Denn wer abonniert, wird, glaube ich, öfter glücklich. Ich bin so blöd, ey. Okay, Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns jetzt einfach im nächsten Video. GG, Leute! Hallo. Ja, das war unser Showreel. Vielen Dank auch an der Stelle an Lucy Benz für den ersten Teil unserer Präsentation und für die Zusammenstellung des Showreels. Ich übernehme jetzt und möchte euch noch ein bisschen die Jugendschutzseite beleuchten. Die Idee, das so zu machen, dass wir das so zweiteilen, den Vortrag, die kam im Grunde sehr schnell, als wir das Thema gehört haben, weil es spannenderweise wirklich genau in der Kerbe schießt, die sich gerade bei Togo und Super RTL auftut und die ich als Jugendschutzbeauftragter begleite. Jetzt muss man sagen, und das ist auch an einer Stelle oder bestimmt an mehreren Stellen schon gefallen, ist dieser Preteen-Bereich im klassischen Jugendmedienschutz im Grunde eine Leerstelle. Im Grunde, und das zeige ich hier gerne nochmal auf, haben wir ja nur die Kennzeichen ab 0, ab 6, ab 12. Das sind FSK, FSF und USK-Kennzeichen. Nicht wundern, dass die FSM hier nicht auftaucht. Den Online-Bereich habe ich in der Folie danach. Und ja, jetzt könnte man sagen, dazwischen gibt es nichts. Das stimmt allerdings auch nicht so ganz, denn es gibt bestimmte Ausnahmefälle. Und auf die möchte ich, bevor ich gleich auf die konkreten Beispiele, die wir eben gesehen haben, nochmal eingehe und auch nochmal darauf eingehe, wie wir uns im Jugendschutz und den Redaktionen dazu austauschen, wollte ich ein paar Grundlagen nochmal da abklappern, weil ich es auch ganz interessant finde, das gegenüberzustellen. Und die besagten Ausnahmen, die habe ich hier mal kurz aufgeführt, das wären im Kinobereich die Parental Guidance Regelung. Das heißt, für Content im Kino, der ab 12 ist, gibt es die Möglichkeit, dass Kinobesucher im Alter von 6 bis 11 Jahren in Begleitung einer erziehungsbeauftragten Person das Kino besuchen können. Ansonsten ist Kino ja sehr restriktiv, was das angeht. Und auch in den Bereichen darüber, 16, 18, die ich hier bewusst ausgeklammert habe, weil wir über den Kinderbereich reden, da gibt es diese Regelung nicht. Und das Gleiche gilt natürlich mehr oder weniger für den Verkauf von DVDs, Blu-rays an der Kasse, in der Ladenkasse. Im Fernsehen, das hat Claudia Miekert eingangs, glaube ich, auch schon erwähnt, haben wir die Möglichkeit, eine Freigabe ab 12 Tagesprogrammen zu bekommen. Denn im Fernsehen
gelten ja die Zeitschienen als Begrenzung. Das heißt, normalerweise Inhalte ab 12 oder halt auch Inhalte, die man dann sozusagen, die nicht ab 6 sind, wenn man das so umdrehen möchte, wären theoretisch erst ab 20 Uhr möglich. Jetzt ist da natürlich die Entwicklung in die Richtung gegangen, dass man gesagt hat, man kann ja jetzt nicht in sämtlichen Fernsehinhalten tagsüber nur Programme ab 6 oder für 6-Jährige zeigen. Das würde den Vollprogrammen nicht gerecht werden. Das heißt, dieses Label ab 12 Tagesprogramm ist eigentlich etwas, was aus den Sendern RTL, Vox, Nitro und so weiter hervorgeht, also in unserem Haus. Da arbeiten wir auch sehr viel mit. Und das zeichnet uns jetzt vielleicht auch aus im Vergleich zu den anderen Jugendschutzeinheiten, Akteuren abseits des Fernsehens. Wie gestaltet sich diese 12-Tagesprogramm-Freigabe? Die muss in erster Linie dem Wohl jüngerer Kinder gerecht werden. Das bedeutet, wir würden zwar das Programm nach wie vor ab 12 sehen, aber wir gehen davon aus, dass wenn es ein jüngeres Kind sieht, kein Schaden daraus entsteht. Das ist ganz wichtig und ich glaube, das kann man auch später noch mal im Kopf behalten für die weitere Präsentation. Was ist jetzt online? Online haben wir den Fall, dass wir uns zunächst einmal an die Altersfreigaben von den Selbstkontrollen halten müssen im VOD-Bereich und wir müssen diese auch deutlich kennzeichnen vor dem Abspielen des Inhalts. Das machen wir bei RTL Plus, aber auch beim Angebot von Togo. Dazu gibt es die Möglichkeit, das mit Jugendschutzprogrammen oder technischen Mitteln zu filtern. Nun kommt, wenn wir uns jetzt den gesamten Online-Bereich anschauen, ist es natürlich nicht so, dass alle Inhalte genau diesen Einstufungen folgen, ab 0, ab 6, ab 12 und so weiter. Sondern wir haben zum einen internationale Anbieter, die auch schon mal mit Labeln arbeiten, wie 13 plus. Wir haben aber auch Anbieter, die eine nur grobe Abgrenzung schaffen zwischen Kindern- und Erwachseneninhalten. Da funktioniert es dann schon nicht mehr so eindeutig. Dann ist die Frage, es gibt diese Unterscheidung ab 12 Daytime, Primetime, wie wir sie im TV haben, was ich eben gesagt habe, die gibt es natürlich online nicht. Das heißt, für Eltern, die sonst irgendwie die Möglichkeit haben, auch ihren Preteens Programme, die vor 20 Uhr laufen, zu zeigen, erkennen online natürlich nicht, ob das jetzt eine Freigabe ab 12 ist, die auch dem Wohl jüngerer Kinder gerecht wird oder halt nicht. Dazu gibt es auch nicht wie im Kino eine dezidierte Eingrenzung bezüglich der Parental Guidance Regelung. Also wir haben online im Grunde ja die Möglichkeit, als Eltern alles unseren Kindern zugänglich zu machen, wenn wir es wollen. Und es gibt auch nicht diese zeitliche Begrenzung. Das heißt, unterm Strich, was ziehe ich daraus? Online tragen Anbieter, Medienpädagogik und Elternaufsicht nochmal eine ganz besondere Verantwortung. Das hat viel auch natürlich mit Befähigung zu tun, aber birgt halt auch besondere Herausforderungen. Und wie wir das von RTL-Seite aus als Anbieter dem gerecht werden, das werde ich jetzt nochmal kurz darstellen, und zwar vor allen Dingen an dem Beispiel von Togo. Also wir haben natürlich auch RTL Plus als großes Angebot, wo wir mit einem klassischen Jugendschutzsystem arbeiten. Wir haben aber Togo.de und wie Luzi Benz eben schon dargestellt hat, ist Togo ein Angebot, was sich in der Vergangenheit eigentlich mehr an Vorschul- und Grundschulkinder gerichtet hat. Dementsprechend hatte man die Möglichkeit, bei Togo.de auch eine Unterscheidung zwischen dem Gesamtangebot zu machen und dem Togolino-Angebot, was speziell für Vorschulkinder gedacht ist. Das heißt, die Altersfreigabe ab 0. Möchte man einen Wechsel machen von Togolino auf Togo, dann gibt es so ein kleines Jugendschutzsystem, was da eingebaut wurde. Da muss man einen Zahlencode eingeben. Das ist sehr niedrigschwellig, das braucht keine Anmeldung, das sammelt keine Daten. Und das Schöne daran ist, dass es halt speziell für diesen kleinen Bereich 0 bis 6 konzipiert wurde. Nun haben wir natürlich, wie gerade geschildert, die Herausforderung, dass wir auch mit Inhalten experimentieren, sage ich jetzt einfach mal, die auch über diese klassische Vorschul-Ab-6-Angebot hinausgehen. Um das nochmal darzustellen, folgender Überblick. Wir haben die Inhalte von Togolino. Das sind so jetzt mal so ein bisschen grob gesammelte Themenwelten. Man sieht, das sind einfach sehr freundliche, fröhliche, helle Themenwelten. Da gibt es leichte Konflikte, aber ohne große Gefahren der Ängstigung. Dann haben wir den Bereich ab 6. Das ist sozusagen unser Gesamtangebot bisher. Da geht es vor allen Dingen um
Das unterscheidet sich vor allen Dingen dadurch, dass wir auch gruselige Inhalte haben, auch schon mal ein wenig leichte Ängstigung mit drin haben können, aber und natürlich auch Markenwelten, die in der ja in dem Alter beliebt sind. So, was jetzt neu hinzugekommen ist und was ihr im Showreel gesehen habt, sind diese Preteen-Angebote. Und da hatten wir zwei Beispiele gesehen, zum einen Togo GG und zum anderen die Halbzeit. Da möchte ich jetzt nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen. Bei Togo GG ist es so, dass es sich um ein Game, um Gaming-Videos handelt, die verschiedene Spiele behandeln. Das Ganze orientiert sich so ein bisschen an den Let's Plays, die man auch auf anderen, bei anderen Anbietern findet. YouTube natürlich auch vor allen Dingen. Und während es normalerweise in diesem Kinderbereich üblich ist, dass man, wenn man ein Format hat, bleibt fast immer bei einer Einstufung. Also wenn wir hier auf der linken Seite nochmal gucken, sowas wie Wusel, Octonauten, alle Folgen sind ab 0. Ninjago ist durchgängig ab 6. Was wir jetzt hier verändert haben, ist, dass wir die Videos dezidiert einstufen. Das ist ein bisschen mehr Arbeit, weil man sich wirklich die Sachen angucken muss. Aber es wird so können, nur so können wir auch der den verschiedenen Games gerecht werden. Denn wir wollen ja nicht nur Spiele ab 0 oder ab 6 behandeln, sondern auch Spiele ab 12. Und das ist so ein bisschen so ein Neuland. Das hat man das hoffentlich aus dem Video auch so ein bisschen herausgekommen. Da geht es auch schon mal um Schießereien oder ähnliche Themen. Das Ganze aber und auf einem Niveau, das ich dann mit meiner Erfahrung als Fernsehjugendschutzbeauftragter in dem Bereich 12 Daytime, also dem Wohl jüngerer Kinder, gerecht werdend einstufe. Das heißt, alles, was darüber hinausgeht, würden wir in der Regel nicht machen. Um nochmal da auf die Beispiele einzugehen, wir hatten zum Beispiel einmal ein Shooter-Spiel gesehen, das war ein Roblox-Spiel, wo es um eine Wasserschlacht geht. Die Waffen sahen aber halbwegs realistisch aus, so dass wir in Absprache mit den Creatoren darauf achten, dass sie diese nicht zu viel Betonung auf die Waffen legen und das Ganze halt auch nicht zu martialisch kommentieren und behandeln. Das andere Beispiel, Halbzeit, hatte die Herausforderung, dass wir möglichst breit auch über die Themen berichten wollen, die Preteens, die sie umtreiben. Und die finden sie halt in der Regel dann nicht mehr bei Togo oder bei YouTube Kids, sondern die finden sie auf YouTube oder halt in der Social-Media-Welt. Dementsprechend hat das erstmal so ein Achselzucken auch verursacht, weil zum Beispiel, ihr habt das auch gesehen, da wurde dann auch ein Format behandelt wie das Dschungelcamp. Das Dschungelcamp ist bei RTL in der Regel ein Programm, was ab 12 im Hauptabendprogramm läuft. Oder andere Beispiele sind Fortnite, ein Spiel, was ab 12 freigegeben ist. Es wird auch Germany's Next Topmodel behandelt. Also alles Bereiche, Sendungen, die in der Regel nicht ab 6 freigegeben sind. Gleichzeitig muss man sagen, dass unsere Moderation das Ganze sehr kritisch aufarbeitet. Und ich hoffe, das ist auch aus dem kleinen Showreel deutlich geworden, dass es halt auch tatsächlich einen gewissen medienpädagogischen Wert gibt. Und das soll nicht der Schwerpunkt des Formats sein. Also das ist vielleicht in dem Video auch ein bisschen so rübergekommen, sondern das ist ein Aspekt, den wir da einbauen können und wollen. Aber in erster Linie, und das gilt sowohl für das Gaming-Format als auch für Halbzeit, geht es hier um den Spaß an der Sache, also den Spaß am Spielen und den Spaß an Social-Media-Stars. Das Ganze natürlich, wie gesagt, auch mit einer gewissen Distanz. Und hier sieht man es auch schon, ich habe es unten drunter geschrieben, die Halbzeit habe ich deshalb halt auch tatsächlich ab 12 eingestuft. Also wenn man auf Togo geht, dann ist da drauf eine 12. Dahinter steht ein kleines To be confirmed, weil wir das Format ist tatsächlich noch erst ein paar Wochen alt und wir sind da gerade noch in einer Erprobungsphase und je mehr ich mir angucke, muss ich auch feststellen, dass ich den medienpädagogischen Wert fast höher halte als das kritische Element, dass hier jüngere Kinder auch über Inhalte informiert werden, die eigentlich ab 12 sind. Und das ist sowas, was ich auch gerne in die Diskussion mitnehmen möchte, weil ja, da sind wir noch in der Erprobungsphase. Jetzt habe ich noch ein paar Minuten und da wollte ich noch einen kleinen Ausblick geben, was es sonst noch so gibt in unserem Angebot. Denn wir haben jetzt vor allen Dingen über Togo und Super RTL geredet.
Wir haben auch noch andere Angebote, die sich an Preteens richten. Ein Beispiel ist die Serie Meme Girls, die letztes Jahr auf RTL Plus veröffentlicht wurde, eine sechsteilige Comedy-Serie, die sich vor allen Dingen auch um das Thema Influencing dreht. Das haben wir bei der FSF zur Prüfung vorgelegt, zumindest einige Folgen, und haben ein 12-Tages-Programm bekommen. Also genau die Freigabe, die es im Grunde auch für die Preteens ermöglicht, zu sagen, das ist zwar ab 12, aber es schadet auch nichts, wenn die das auch schon gucken können. Und wir sehen auch nochmal, es gab dann auch einen Artikel dazu auf dem Mediendiskurs, und da steht auch drin, Mean Girls erzählt typische Jugendthemen wie Dating, Sexualität, Mobbing oder Schule mit viel schrägem Humor und einer vorzugsweise weiblichen Perspektive. Dahinter verbirgt sich, dass wir da auch ein paar Empowerment-Themen verarbeitet haben. Aber wenn man solche Themen behandelt, dann muss man halt hier und da auch zunächst den Finger in die Wunde legen. Und das ist dann die Balance, die man finden muss zwischen einem Thema, was für jüngere Kinder neu vielleicht ist oder auch ängstigend ist, was aber ab einem gewissen Alter und auch einem Alter, was schon vor 12 beginnt, eine sehr hohe Relevanz bekommt. Und das andere Beispiel, was ich hier noch aufführe, ist Gutzeiten, schlechte Zeiten, ein wenig repräsentativ für die Soaps bei RTL. Das ist auch ein Programm, was wir ja seit Jahr und Tag ab 12-Tages-Programm freigeben, mit dem Wissen, dass es eine Art generationenübergreifendes Programm ist. Das heißt, GZSZ ist in keinster Weise ein spezielles Kinderangebot. Aber wir wissen, dass es halt auch von Familien und auch von den jugendlichen Kindern oder auch von den Preteens mitgeschaut wird. Und was die Redaktionen da sehr schön machen, ist, dass sie gesellschaftsrelevante Themen auch oft so aufarbeiten, dass sie einen gewissen pädagogischen Wert haben. Zuletzt ist das zum Beispiel passiert beim Thema Medikamentensucht, wo ein Plot erzählt wurde von einer Figur, die dann medikamentensüchtig war und letzten Endes das Ganze aber auch auf kritische und pädagogisch wertvolle Weise gelöst wurde. Andere vergleichbare Themen aus den letzten Jahren sind auch sowas wie rechte Gewalt, Spielsucht, Drogen ist auch immer ein Thema, kann auch immer so ein Thema sein, was da aufkommt. Und GZSZ habe ich auch deshalb als Beispiel gewählt, weil ich noch einen kleinen Ausblick geben, was in diesem Jahr ansteht. Nämlich aus dem GZSZ-Kosmos soll es eine neue Kids-Serie geben, die dann speziell für RTL Plus, aber auch Togo und Super RTL geplant ist. Also es soll auch eine lineare Ausstrahlung dann im Tagesprogramm von Super RTL geben. Ihr seht bei der Zielgruppe 8- bis 11-Jährige genau unser Bereich, über den wir heute reden. Allerdings, man muss sagen, ich kann zur Altersfreigabe noch nicht viel sagen, weil das Ganze noch in der Konzeption und Entwicklung ist. Aber die angestrebte Altersfreigabe soll ab 6 Jahren sein. Und da sieht man wieder den Unterschied. Wir werden diese Serie halt auch so konzipieren, dass sie im Fernsehprogramm läuft. Und da sind wir noch ein bisschen altersgerechter unterwegs, als vielleicht, also was die jüngere Zielgruppe angeht, als wir uns online schon aufstellen, was natürlich auch viel mit der Konkurrenz zu tun hat. Kurz zum Inhalt vielleicht. Jugendliche Charaktere in einem GZSZ-nahen Setting erleben eigenständige Geschichten rund um die Themen Musik, Sport und Liebe. Und dabei werden auch Mobbing und Bedrohung altersgerecht aufgegriffen. Ganz klar natürlich nochmal abgegrenzt zu dem, was ich eben bei GZSZ gesagt habe, so ganz diese Härte, die jetzt da auch schon mal in den kritischen Themen aufkommt, die wird es hier nicht geben. Was es hier allerdings geben wird, ist eine sehr starke Social-Media-Begleitung. Auch da werden wir halt den aktuellen Trends gerecht. Und das wäre es von meiner Seite an der Stelle. Ich freue mich dann gleich noch beim Panel darüber reden zu können und über alles andere. Vielen Dank an Daniel Mendler. Daniel Mendler bleibt jetzt gleich noch bei uns digital, auch in der anschließenden Diskussionsrunde, die jetzt gleich starten wird. Von Luzi Benz verabschieden wir uns aber und bedanken uns auch nochmal ganz herzlich für die interessanten Einblicke in das Togo-Universum, nenne ich es jetzt einfach mal. Wir wollen jetzt über das Thema Handlungsbedarfe sprechen. Was müssen Anbieter, Eltern, Medienpädagogik und Regulierung für diese Altersgruppe der Preteens leisten? Und das mache ich eben nicht alleine, sondern hier neben mir setzt
ist Dr. Sophie Reimers, Referentin für Jugendmedienschutz bei Aktion Kinder- und Jugendschutz Brandenburg. Und sie hat einen PhD in Kultur- und Sozialanthropologie und hat zu Bildung, Migration und Familie geforscht und leitet aktuell das Projekt Elternmedienberatung und führt Fortbildung für Fachkräfte durch mit dem thematischen Schwerpunkt Medienerziehung. Schön, dass du da bist. Sie dürfen gerne applaudieren. Das ist immer gut für die Leute, die auf der Bühne sitzen. Und leider auch zugeschaltet aufgrund ein paar Schwierigkeiten bei der Deutschen Bahn, auch Sünje Andresen, wissenschaftliche Mitarbeiterin für Strafrecht und Jugendrecht am Leibniz-Institut für Medienforschung, Hans-Bredow-Institut. Und in ihrem Jurastudium setzte sie ihren Schwerpunkt im Jugendstrafrecht und bei der Jugendkriminologie und verfolgte dies dann auch in ihrem Referendariat weiter. Und ihr Forschungsschwerpunkt am Leibniz-Institut für Medienforschung liegt jetzt bei der rechtlichen Bewertung von Interaktionsrisiken sowie im Sexualstrafrecht und den hiermit zusammenhängenden Herausforderungen für das Aufwachsen von Kindern in digitalen Umgebungen. Und damit auch ein herzliches Willkommen an Sünje. Dankeschön, hallo. Und jetzt darf ich auch Sie, liebes Publikum, wieder einladen, mitzudiskutieren, wenn Sie wollen, oder Ihre Fragen zu stellen. Dann sehr gerne wieder auf Slido gehen und dort unseren Code eingeben, Hashtag MI2024. Dann werde ich wieder versuchen, so viele Fragen oder Anregungen wie möglich auch in diese Diskussion mit aufgreifen zu können. Ja, beginnen wir. Wir haben, glaube ich, ein ganz zentrales Dilemma. Das kam in der ersten Diskussion des Tages schon auf jeden Fall zur Sprache und das wird wahrscheinlich auch in dieser Diskussionsrunde wieder ein Thema sein. Die Kim und die Jim-Studie, von der wir ja auch gehört haben eingangs, die zeigen das ja schon, dass also Preteens eben die Angebote nutzen, auf denen sie eigentlich noch nicht sein sollten, dass sie also die großen Social-Media-Plattformen nutzen, dass sie aber auch, das haben wir bei Daniel Mendler gerade gesehen, auch die Fernsehsendungen schauen und sich dafür interessieren, beispielsweise, die eigentlich auch noch nicht für sie gemacht sind oder zum Teil nicht für sie gemacht sind. Und daraus ergeben sich natürlich unter Umständen auch Gefahren. Was meint ihr denn? Was sind denn so die Gefahren, die aufgrund dessen eigentlich für Preteens lauern? Fangen wir mal an bei dir, Sophie. Wie viel Zeit haben wir jetzt? An sich eine Stunde, aber mach's kurz. Ja, also wenn wir über Risiken sprechen, auch mit Fachkräften, mit pädagogischen Fachkräften, dann können wir immer nur über einen Ausschnitt beleuchten und ein paar vertiefen, weil es doch ganz schön viele Risiken sind mittlerweile, die so im digitalen Raum da sind, gerade für diese Altersgruppe, die eben einerseits sich vielleicht schon viel zutraut und auch schon den Anspruch hat, vielleicht ein bisschen Richtung jugendlich zu sein und gleichzeitig aber eben auch noch nicht immer so diese Risikoeinschätzung hat und auch, das haben wir auch schon gehört, schon ziemlich unbegleitet auch unterwegs ist dann in dem Alter, weil sie vielleicht auch schon das Gefühl haben, das ist doch jetzt privat, was ich hier an meinem eigenen Handy mache. Und da mit reinzuschauen, ist für Eltern ja manchmal dann gar nicht so einfach. Also insofern von den den Risiken, wenn sie vielleicht nicht altersgerechte Inhalte sehen, davon haben wir vielleicht heute schon so ein bisschen was gehört, aber dann gibt es natürlich auch noch viele Kontaktrisiken und Risiken, vielleicht auch mit bestimmten Themen in Kontakt zu kommen, die einfach einen negativen Einfluss haben können. Also eben haben wir das Stichwort gehabt, Germany's Next Topmodel. Sowas wie zum Beispiel Schönheitsideale und Rollenbilder im digitalen Raum. Das sind ja wahnsinnig komplexe Themen, wo sie in dem Alter erst so anfangen, überhaupt sich auch mit sich, mit ihrer Identität zu beschäftigen. Und da ist schon die Frage, was für einen Einfluss hat es dann, wenn ich ständig bestimmte Inhalte zum Beispiel bei YouTube oder TikTok sehe oder eben auch mit anderen Menschen da in Kontakt komme. Also ich würde jetzt gar nicht das auflisten, aber so, ich glaube, es ist einfach ein wahnsinnig breites Spektrum, was auch ein bisschen erschlagend sein kann manchmal für die Erziehenden, also sowohl die Seite der Eltern als auch der Fachkräfte. Also es geht dann gar nicht unbedingt immer nur um, ich sag mal, das Schlimmste, was man sich so vorstellt, schlimme pornografische Inhalte, schlimme gewaltvolle Inhalte, sondern eben auch um solche Dinge, Körperbilder, vielleicht auch falsche Informationen, also fehlleitende Informationen. Also man muss nicht immer vom Schlimmsten ausgehen sozusagen, aber es gibt eben auch Dinge, die
unter Umständen schon bedenklich sind, wo man vielleicht im ersten Moment als Jugendlicher vor allen Dingen oder als angehender Jugendlicher noch gar nicht so drüber nachdenkt. Ja, auf jeden Fall. Und auch in der Kommunikation mit anderen gibt es ja durchaus auch vieles, was schieflaufen kann. Und was so in dieser Preteen-Phase auch so wichtig wird, was macht eigentlich meine Peer Group, wie finden die mich, was kann ich tun, um vielleicht auch bei denen gut anzukommen. Und dann kann es natürlich passieren, dass es da Konflikte gibt, die sich dann im digitalen Raum fortsetzen und vielleicht gar nicht so moderiert sind von irgendwelchen Erwachsenen, die da vielleicht auch gar nicht den Einblick haben. Und erst wenn es so dann ganz weit schon dieser Konflikt gediehen ist, dann mischt sich vielleicht irgendwann jemand ein. Also da sehe ich schon auch viel Risikopotenzial für so junge Menschen, die einfach auch noch dann sich sehr stark daran orientieren, was ihre Peer Group denkt und dass sie schon auch belasten kann, wenn sie da ausgeschlossen sind beispielsweise. Das haben die Eltern schon auch auf dem Schirm, dass sie sich auch Sorgen machen. Das hatten wir zum Teil ja auch beim Jugendmedienschutzindex, als dass sie sich Sorgen machen, dass ihre Kinder gemobbt werden. Also das Thema haben viele schon auf dem Schirm und trotzdem ist es was, was vielleicht manchmal noch nicht so begleitet wird. Sünje, welche Gefahren siehst du vor allen Dingen, wenn sich eben Preteens in Online-Räumen tummeln, wo sie vielleicht noch nicht sein sollten? Also wir beschäftigen uns hier am Leibniz-Institut für Medienforschung in unserem Projekt insbesondere mit den Interaktionsrisiken. Das hatte Sophie eben ja auch schon angesprochen. Also das sind so Sachen wie Cybermobbing, aber auch Hate Speech. Und wenn wir dann in den sexuellen Bereich gucken, dann natürlich Cybergrooming, also die Anbahnung von sexuellem Missbrauch, aber auch generelle sexuelle Grenzverletzungen. Und wenn wir jetzt auf die Altersgruppe der Preteens speziell gucken, sind natürlich insbesondere solche Risiken, wo es um Manipulation geht, also beispielsweise Cybergrooming, natürlich eine Gefahr, weil sie vielleicht noch nicht so abschätzen können, dass Personen nicht immer das sagen, was sie wirklich denken oder was sie wirklich vorhaben. Und da bildet natürlich gerade so ein sexuelles Risiko wie Cybergrooming am Ende eine große Gefahr für diese Altersgruppe speziell. Und ich glaube, wenn man sich nochmal den Jugendmedienschutzindex anschaut, war es ja eher so, dass die Eltern diese Kommunikations- bzw. Kontaktrisiken im Blick hatten, also mit Blick auf sexuelle Risiken. Und die Kinder und Jugendlichen sich eher bezüglich Risiken, die dann eben von Peers ausgehen, also beispielsweise eben Cybermobbing beziehen und da eher Angst vor haben. Also das heißt, da geht auch nochmal die Wahrnehmung von Gefahren auseinander. Daniel, ich würde dich auch gerne wieder in die Runde dazu holen. Wie siehst du das denn? Also auf der einen Seite versucht ihr natürlich dem Umstand Rechnung zu tragen bei RTL, Super RTL, dass man eben Angebote schaffen muss, die also die Preteens auch abholen. Gleichzeitig kann man ja unter Umständen auch diese Zielgruppe erst in Kontakt mit diesen Inhalten bringen, wenn man sie thematisiert. Und auch aus dem Publikum kommt eine Frage, zum Beispiel, wie passt es denn zusammen? GZSZ Kids für 8- bis 11-Jährige und dann gibt es eine Social-Media-Begleitung. Da sollen die doch gar nicht sein. Wie passt das für euch zusammen? Ich denke, das passt zusammen. Also die Social, auch da muss man halt wieder diesen Punkt sehen. Ich glaube nicht, dass man die Kinder da hinführt, sondern die sind schon da. Also wenn wir auf YouTube eine Begleitung zu dieser Serie machen, dann wird das da gefunden, weil die Kinder auch sich da schon rumtreiben. Von daher sehe ich da jetzt, die Sache ist eigentlich eher, wie gestaltet man das inhaltlich? Und das ist halt, denke ich, unsere Stärke, dass wir halt diese Sachen dann halt so aufbereiten, dass sie halt weder, jetzt wenn ich nach klassischen Jugendschutzkriterien gucke, weder ängstigend noch sozialethisch desorientierend sind, aber dass man halt auch nochmal, wenn ich jetzt nochmal ein bisschen weiterschaue, halt auch diese Trends aufgreift und dann ohne jetzt immer nur mit dem erhobenen Zeigefinger zu arbeiten, weil dann verlierst du die Leute auch, sondern eher sie halt auf Augenhöhe anzusprechen und nicht unter den Teppich zu kehren. Ich glaube, das wäre so meine Antwort wieder drauf. Welche Chancen siehst du denn für Preteens, wenn sie sich also auf den Plattformen eben auch rumtreiben? Ne? Du sagst ja auch, die sind ja eh schon da, das zeigt ja auch die Studienlage, also die sind tatsächlich eben da, also zumindest
fast alle sind dort. Was glaubst du, was für Chancen liegen auch da drin, wenn man eben diese Plattformen bespielt? Ja, es ist ein zwiespältiges Sache, muss ich natürlich auch sagen. Also ich bin ehrlich gesagt auch froh, wenn die Kinder und Jugendlichen oder die Preteens, Kinder und Preteens, sagen wir mal so, auf togo.de gehen oder über die Togo-App und sich darüber die Sachen anschauen oder ihre Inhalte raussuchen. Und genau dafür machen wir das. Und da haben wir halt einen sehr geschützten Rahmen, den wir halt jetzt ein bisschen ausweiten wollen, ohne da über die Stränge zu schlagen. Und den haben wir halt natürlich bei YouTube, den kann man dann in gewisser Weise erstellen, indem man halt diese klare Kante setzt zwischen Erwachsenen und Kindern. Aber wenn man sich das genau anguckt, und das ist halt auch das Problem bei einem User-Generated-Content, da fällt halt erstmal viel durchs Raster. Und dieses Risiko finde ich schon ziemlich groß. Deshalb ist da eigentlich meiner Meinung nach auch eine sehr lange noch eine gewisse Elternbegleitung wichtig, weil da ist sonst nichts. Und die Chance allerdings, und das muss man auch sagen, ist halt von dem Austausch, und das sehen wir halt auch, dass man, wenn man einen, das ist halt auch das, was die Kinder wollen, sie wollen nicht nur vielleicht mal irgendwie einen Leserbrief schreiben, sondern sie wollen diesen digitalen Austausch, sie wollen Resonanz, sie wollen Likes, sie wollen, dass man auch mal eine Antwort gibt, dass man respondet. Und das fehlt natürlich auf unserer Plattform, das haben wir wir haben eine leichte Form dafür, aber mehr auch nicht, sag ich jetzt mal. Und das ist natürlich das, was große Player wie TikTok und YouTube sich auf die Fahnen schreiben und wo sie auch stark drin sind. Das zu moderieren, das zu begleiten, sehr schwierig. Es gibt natürlich auch Möglichkeiten, da irgendwie über technische Mittel drauf zu gehen. Die werden auch in Zukunft, denke ich mal, verbessert und wachsen. Und das sind natürlich auch Chancen dann. Sophie, wenn ich gerade höre, elterliche Begleitung, das ist ja auch etwas, was du machst. Also du berätst Eltern und eben auch PädagogInnen, die also im Bereich Medienerziehung sich weiterbilden wollen. Was rätst du denen denn, wenn jetzt also jemand zu dir kommt und sagt, also meine Tochter, mein Sohn ist jetzt eben erst 11, aber ist auf diesen Plattformen und ich weiß gar nicht, was da alles stattfindet und so. Und das macht mir vielleicht eben Angst. Ich habe Angst vor Cyber-Grooming zum Beispiel. Also wie gehst du mit diesem Spannungsfeld um? Auch du bist natürlich damit konfrontiert, du weißt genauso, die Kinder sind eben dort. Und nur einfach zu sagen, die dürfen dort nicht sein, löst hier das Problem eben nicht. Genau, das habe ich eben auch gedacht. Das ist im Grunde immer dieses Dilemma, ne, zwischen vielleicht noch den besten Kompromiss zu finden. Ja, natürlich, das kommen Eltern oder es kommen auch Fachkräfte und sagen, okay, die Kinder nutzen das und das und das ist auch eigentlich nicht altersgerecht und eigentlich wollen wir das auch nicht. Und dann ist natürlich die Frage, welchen Spielraum haben sie dann in dem Alter überhaupt und was sind die Alternativen? Also wenn ich es verbiete, geht das Kind vielleicht zu der Freundin und macht es da, dann habe ich noch weniger Einfluss darauf. Das ist so ein bisschen immer dieses Szenario, was wir dann uns vorstellen gemeinsam. Ne? Und wenn ich vielleicht was Alternatives anbieten kann, das Angebot machen wir natürlich auch, immer zu schauen, was gibt es denn sonst? Wenn ich jetzt sage, nicht das, dann müsste ich wenigstens was anderes vielleicht stattdessen anbieten, aber manchmal gibt es eben nichts Gleichwertiges, Attraktives. Ne? Und dann kann man natürlich immer noch sagen, okay, du kannst es nutzen, aber unter bestimmten Bedingungen und die gemeinsam aushandeln, also über bestimmte Regeln sprechen und vielleicht auch die Risiken nochmal wirklich ansprechen und die also ja, mit den Kindern mit dem dann gemeinsam ansprechen. Gemeinsam auch so mögliche Risiken ansprechen und auch Coping-Strategien dann schon gemeinsam entwickeln. Also mir ist noch im Kopf so von einer Veranstaltung eine Mutter, die im Nachgang dann so zu mir kam und gesagt hat, ihre Tochter ist 11, also war Preteen und ist bei TikTok und will auch immer selber Videos dort erstellen und live gehen. Und das ist natürlich erstmal eher so, dass dann die Warnsignale angehen und man am liebsten sagen würde, nee, lieber nicht. Aber sie hatte auch diese Diskussion, dass sie meinte, sie schätzt sie so ein, wenn sie ihr das verbietet, dann macht sie das halt woanders oder heimlich oder bei einer Freundin und deswegen ist sie lieber dabei und begleitet das. Das sind so schon im Alltag dann oder in der Praxis die Aushandlung, die man dann hat. Der Vater war total dagegen, also auch die Eltern untereinander waren in dem Fall sich nicht einig, was ja auch häufiger vorkommt. Und ich hatte den Eindruck, also
eine Diskussion darüber zu eröffnen und dass sie sich auch da überhaupt mal drüber austauschen konnte, hat ihr schon geholfen. Wenn natürlich bei einem Elternabend in der Schule hätte sie das Thema wahrscheinlich nicht offen angesprochen, weil ihr schon klar war, dass es eigentlich nicht so ganz okay ist. Aber dann hat sie sich sozusagen gehört gefühlt und konnte so ein bisschen den Raum finden, dann überhaupt ins Gespräch zu kommen darüber, was mache ich dann eigentlich mit meinem Kind. Ja, und die ideale Lösung hatten wir am Ende auch nicht, aber wir haben versucht, so verschiedene Szenarien uns zu überlegen und dass die Tür noch offen bleibt für sie, also dass sie noch mit ihrer Tochter im Gespräch bleibt, ist sicherlich so ein ganz wichtiger Impuls, den wir immer geben, dass die Eltern, dass nicht ihre Ablehnung vielleicht auch gegenüber bestimmten Plattformen oder bestimmten Inhalten nicht so vor sich hertragen sollten, dass die Kinder den Eindruck haben, ach, mit Mama oder Papa muss ich darüber nicht reden, weil die finden TikTok sowieso total doof. Wenn sie das dann aber trotzdem nutzen, aber eben ohne mit den Eltern dazu irgendwie im Gespräch zu sein, ist das natürlich auch die schlechtere Variante. Ne? Ich finde es halt ganz spannend, weil auch in der ersten Diskussionsrunde, die wir hatten, klang es schon so ein bisschen an, Kinder wollen manche Dinge nicht gerne in der Schule zugeben oder besprechen, was sie nutzen, weil sie wissen, sie dürfen das eigentlich nicht. Und das ist jetzt dasselbe für die Eltern, dass die sich auch nicht trauen zuzugeben, was ihre Kinder eigentlich nutzen, weil sie auch wissen, das dürfen die ja eigentlich noch nicht. Ist vielleicht auch ein Plädoyer dafür, vielleicht sollten wir doch eben offener darüber reden, weil sie sind ja nun mal alle da. Und auch wenn eben jetzt die Preteens das nicht dürfen, dann sind sie eben dort und wir müssen darüber sprechen. Das vielleicht auch nochmal so ganz wichtig für alle, die jetzt hier auch sitzen und das hören, dass das durchaus eben Raum bedarf, um darüber sprechen zu dürfen. Sünja, ich würde gerne nochmal zu dir zurückkommen. Was glaubst du denn, wie gut sind denn Preteens, wenn man das also von der rechtlichen Perspektive aus betrachtet, also seitens des Jugendschutzes, geschützt? Also wir haben sozusagen die Eltern, die versuchen aufzupassen, wir haben die Pädagogen, die versuchen aufzupassen, wir haben sozusagen die Jugendschützer sozusagen in beispielsweise bei den Angeboten selber, die sich versuchen darum zu kümmern. Wie ist das aus deiner Perspektive? Was würdest du sagen? Wie gut ist der rechtliche Schutz? Das ist eine große Frage, würde ich sagen. Also weil es sich ja nicht nur um ein einziges Risiko handelt in dem Bereich. Also wir haben ja eben schon lange darüber gesprochen, was es alles gibt in dem Bereich und was vielleicht alles für Risiken da sind. Und genauso divers ist auch der Schutzrahmen, in dem wir uns bewegen. Das heißt, wir bewegen uns im Bereich des Strafrechts, wo Normen sind, die generell schützen sollen im Internet, aber natürlich auch Kinder und Jugendliche schützen sollen. Wir haben Normen im Zivilrecht, wir haben Regelung natürlich im klassischen Jugendschutz. Wir haben aber auch auf europarechtlicher Linie jetzt ganz viel neu gerade. Also seit Februar ist der Digital Services Act so, dass er jetzt komplett angewendet werden muss. Das heißt, wir haben einen sehr großen Bereich. Es ist natürlich immer die Problematik, gesehen jetzt auf Preteens, dass diese Rechtsbereiche sich ja nicht bis jetzt auf Jugendschutz, speziell auf Jugendliche oder Kinder beziehen und auch im Jugendschutzrecht ja nicht die Gruppe der Preteens gesondert ausgewiesen ist. Aber gerade wenn wir auf die europarechtliche Linie schauen, haben wir da jetzt beispielsweise mit Artikel 28 DSA, der speziell Minderjährige auf Online-Plattformen schützen soll, doch jetzt, glaube ich, nochmal einen anderen Regelungsbereich. Und das heißt, du bist eigentlich mit dem Rechtsrahmen, den es gibt, so zufrieden oder findest du schon, es müsste noch nachgebessert werden? Also ich glaube, wir sollten erstmal mit dem arbeiten, was wir haben. Ich glaube, es ist nicht der richtige Weg, immer zu sagen, wir brauchen mehr Regulierung und noch mehr Regulierung, weil wir erstmal die Instrumente nutzen müssen, die wir jetzt schon haben. Die Problematik ist natürlich im Endeffekt immer die rechtliche Auslegung dieser Geschichten. Also wir reden hier jetzt auch die ganze Zeit darüber, Jugendliche dürfen auf den Plattformen nicht sein. Das ist die AGB der Plattform. Also die Preteens dürfen auf den Plattformen nicht sein. Das ist eben AGB-Recht. Das ist Vertragsrecht. Ne? Also das hat jetzt mit unserem sonstigen Rechtsrahmen nicht allzu viel zu tun. Aber wenn wir natürlich eine juristische Auslegung beispielsweise beim Artikel 28 DSA haben, der uns sagt, alle Online-Plattformen, die zugänglich sind für minderjährige Personen, dann haben wir eigentlich auf jeder Plattform, die dem Wortlaut nach zugänglich ist, einen Jugendschutz zu installieren.
Aber die Auslegung ist dann eben einfach das Problem. Dieses Wort ist zugänglich. Was heißt das eigentlich? Wann ist eine Plattform zugänglich beispielsweise? Das heißt, mein Appell wäre eher, nutzen wir doch erstmal die Sachen, die wir haben und stellen wir dafür die Infrastruktur zur Verfügung, damit eben auch die Akteure, die mit diesem Regelungsbereich arbeiten sollen, denn auch arbeiten können. Daniel, ich habe so ein bisschen aus dem Vortrag vorneweg mitgenommen, dass ihr so ein bisschen es als Ziel begreift, eben also gar nicht so sehr die Inhalte als solches auszublenden, sondern eben zu versuchen, sie medienpädagogisch einzuordnen, also Inhalte sozusagen, die eigentlich für Ältere bestimmt sind. Ist das so ein bisschen das Ziel, also auch für Plattformen, für alle Inhalteanbieter sozusagen noch viel stärker in so eine, ja, in diesen medienpädagogischen Bereich zu gehen, damit man sozusagen dann es schafft, dass man dem Jugendschutz auch gerecht werden kann? So, jetzt mein Mikrofon noch an. Ja, ich glaube, man muss das auch im Gleichgewicht wahren bei dieser Geschichte. Also wir sind ja auch wir hatten eingangs mal auch die Zusammenstellung, es gibt die Plattform für Wissenschaft, es gibt die Plattform für Unterhaltung und so weiter. Und wir sind natürlich schon in erster Linie eine Unterhaltungsplattform. Und das ist auch, glaube ich, man will da auch keinen, glaube ich, verschrecken, wenn man zu sehr, das habe ich auch mal kurz erwähnt, mit dem erhobenen Zeigefinger die ganze Zeit nur kommt. Das funktioniert auch nicht. Also das funktioniert bei den kleineren Kindern noch und das ist auch gut in diesem Bereich. Aber wenn wir dann so in diese Preteen-Entwicklung gucken und man muss ja immer bedenken, die schauen auch immer ein bisschen höher. Also der Preteen schaut auf die Teenager, der Teenager schaut auf die 16-Jährigen und so weiter. Das heißt, man muss das denen ein bisschen so vermitteln, vielleicht, also das ist dann unser Anspruch auch, zu sagen, wir kommen von einer Plattform, die halt vor allen Dingen 0- und 6er-Inhalte drauf hat und das auch lange Zeit hatte. Und wir machen natürlich, wenn wir jetzt 12er-Inhalte drauf haben, dann wollen wir da nicht direkt mit der Keule so kommen, so in der Art. Und das ist auch das Schöne, dass an der Redaktion, das sind halt Redaktionen bei uns, die es gewohnt sind, Kinderfernsehen zu machen. Und die haben das schon so ein bisschen in der DNA drin. Das muss aber meiner Meinung nach nicht heißen, dass jedes Angebot immer nur medienpädagogisch sein muss. Das ist gut, das ist nice to have und ich finde, das ist gut, aber man darf es nicht ausreizen, sondern es muss auch Spaß machen. Und wenn wir die Möglichkeit haben und das so einbauen können, dann ist das so ein bisschen unsere Stärke, die wir da noch ausspielen, glaube ich. Aber es sollte so ein bisschen beides bedienen, glaube ich. Und das ist auch der Versuch, den wir da machen. Und ich glaube, was man halt eher bedenken sollte, ist, dass man es nicht nach oben hin noch zu weit treibt. Also wenn ich als wenn ich jetzt ein Content Creator bin und Let's Play Videos mache und ich weiß, dass du eine junge Zielgruppe habe, dann ist die Frage so, behandle ich dann halt auch 16er oder 18er Titel und werden die dann auch auf der Plattform genauso gezeigt wie die 12er und 6er Titel, auf der das stattfindet. Und da ist eine gewisse Anbieterverantwortung, eine gewisse Creatorenverantwortung sicherlich hilfreich. Da sind wir aber noch nicht. Aber das wäre natürlich ganz gut. Das führt uns eigentlich wieder auch dahin zurück, dass ja trotzdem die Preteens immer gerne, ne, wenn sie nach oben schielen, also auch ja zu den Plattformen gehen und oder auch zum Teil zu den Inhalten gehen, wo sie eben noch nicht sein sollten. Was schon in der ersten Diskussionsrunde auch angeklungen ist und was ich jetzt auch nochmal gerne an dich weitergeben würde, Sophie, ist, vielleicht bekommen die Preteens eben bei den speziellen Kinderangeboten nicht mehr das, was sie für echte Teilhabe brauchen oder das, was auch ihren Bedürfnissen entspricht. Wie siehst du das? Ja, also das ist immer so, Teilhabe ist so, auch wieder so ein großer Begriff, wo so viele Ebenen drinstecken. Sicherlich bekommen sie, also suchen sie auf den Plattformen etwas, was einfach heutzutage zu einer gesellschaftlichen Teilhabe dazu bekommt, gehört, was sie vielleicht auch zum Teil vorgelebt bekommen. Aber da sind einfach auch globale Themen, die sie dort und Trends, die sie dort mitbekommen und die man sozusagen nicht, vor denen man sie irgendwie auch nicht ewig lange beschützen kann, wenn man das überhaupt wollte.
Teilhabe, ja, ich weiß gar nicht, ob sie immer so, ob sie auf TikTok oder auf YouTube dann immer diese echte Teilhabe in diesem Sinne finden oder ob sie nicht einfach, ob das nicht eher einfach Trends sind und auch das, was eben die anderen machen, die sie dahin treiben, dann ist es natürlich wieder Teilhabe, einfach teilzuhaben an dem, was so auf dem Schulhof doch an mich herangetragen wird, ne, und wo ich auch vielleicht mitreden will. Das gab es ja auch immer. Also ich durfte sehr wenig Fernsehen als Kind, eins dieser schlimmen Kindheiten, wo man irgendwie nie mitreden konnte und das war schon wirklich blöd. Also nicht mitreden zu können, ich habe dann immer so gelogen und getan, als hätte ich irgendwas gesehen, hatte immer Angst, dass es doch auffliegt, dass ich gar nicht Bud Spencer und Terence Hill gesehen habe und gar nicht weiß, was da passiert ist. Aber letztlich ist es ja schon dieses, wenn es dann in der Schulklasse irgendwas ankommt und man dann mitreden will. Aber Teilhabe ist ja durchaus auch mehr als das und auch so ein bisschen geht ja auch mehr in dieses, es sich anzueignen, auch zu eigen zu machen und für sich nutzen zu können. Und da finde ich eigentlich, sind viele eher auf Kinder ausgerichtete Plattformen, haben da schon auch Möglichkeiten. Aber es ist eben dann wieder, wie wir es vorhin schon hatten, dieser manchmal so kindliche Anstrich, der natürlich für die 6- bis 9-, 10-, 11-Jährigen vielleicht noch passt, aber dann irgendwann uncool wird. Und da weiß ich auch nicht, ob man da unbedingt durch andere Angebote eine Lösung findet oder ob sie nicht letztlich einfach dann immer schon das Durchschauen und das, was sich sonst auch durchsetzt, wählen. Ist das für dich sozusagen eine gute Zwischenlösung, also das, was Daniel Mendler und die Leute von Togo unter anderem machen, also zu sagen, okay, wir greifen die Inhalte schon auf, aber wir betten das eben sozusagen in unseren Kosmos ein? Ja, so ein bisschen ist es ja auch so, wie wenn man mit seinem Kind dann sich, wenn es jetzt zum Beispiel, ich habe immer bei Veranstaltungen für Fachkräfte oft den Daniel Hajok den kennen ja viele von euch auch und der erzählt immer gerne, dass er jahrelang mit seiner Tochter Germany's Next Topmodel geguckt hat, weil sie das unbedingt gucken wollte und er hielt gar nichts davon. Und dann hat er gesagt, okay, dann gucken wir es aber zusammen. Letztlich finde ich, ist es ähnlich. Er wird es auch kritisch kommentiert haben. Er meinte, es gab da sehr tolle Gespräche über alle möglichen Themen. Also das war sozusagen der medienpädagogische, die Einordnung, die hat er dann selber da als Vater gegeben. Ich finde auch gar nicht, dass es unbedingt so medienpädagogisch rüberkam jetzt, was bei Halbzeit war. Das war ja eigentlich das, was wir auch sonst bei YouTube bei anderen Formaten kennen, zum Beispiel Mirella macht es auch, dass sie irgendwelche Formate sich anguckt wie der Bachelor und das dann kommentiert, ironisch, kritisch. Das ist ja durchaus auch ein Format, was ankommt. Ich finde schon, dass das so ein Kompromiss ist, ne? Dass es da irgendwie ein paar Denkanstöße gibt und wir greifen es auf, aber wir sagen vielleicht auch gleichzeitig, bedenkt mal, das und das ist vielleicht ein bisschen schwierig. Gleichzeitig kann ich mir schon vorstellen, bei den Fachkräften, die ich jetzt so im Kopf habe, mit denen ich zu tun habe, die sehr kritisch sind bezüglich vieler Inhalte oder auch manchen Eltern, dass sie das total ablehnen würden und auch sagen würden, wir führen sie doch da nur hin und wir bieten ihnen das dann ja sozusagen schon viel zu früh an. Vielleicht wären sie von selber noch gar nicht darauf gekommen und jetzt bringen wir das hier auf bei einer Plattform, die sich jetzt an 6- bis 12-Jährige richtet. Also ich kann mir schon auch vorstellen, dass man das kritisch betrachten kann, aber sehe schon auch Chancen darin. Mhm. Sünje, es ist ja beim Jugendmedienschutz immer so, dass man so ein Spannungsfeld hat von dem Recht auf Teilhabe einerseits, was wir gerade schon so ein bisschen angerissen haben, und gleichzeitig natürlich auch dem notwendigen Schutz eben von Kindern und Jugendlichen. Was würdest du denn sagen? Also wie bewertest du das im Moment, wie das Verhältnis von Kinderrechten einerseits und Kinderschutz auf der anderen Seite ist? Also ist das für dich ausgewogen oder fällt da die Waagschale für dich noch etwas ungünstig in die eine oder andere Richtung ab? Also ich denke, wir befinden uns da auf einem ganz guten Weg. Mehr geht natürlich immer, aber es hat sich da in den letzten Jahren schon ganz viel gezeigt und getan. Also wir hatten früher einen sehr schutzzentrierten Jugendmedienschutz, aber
Da ist in den letzten Jahren eben ganz viel passiert. Jutta Kroll hatte vorhin ja schon die allgemeine Bemerkung Nummer 25 angemerkt, die sich eben mit der Auslegung der Kinderrechte im Digitalen beschäftigt. Dann, also die hat zwar keine Rechtswirkung in dem Sinne jetzt, aber ist natürlich ganz wichtig für die Auslegung verschiedener Rechtsakte. Dann haben wir im JuSchG im Neuen die Ziele neu definiert und die, das ist wesentlich kinderrechtszentrierter mittlerweile. Also wir denken mehr vom Kind aus und auch das sehen wir jetzt nochmal wieder zurückkommend auf den DSA, auch im DSA auf der europarechtlichen Linie. Das heißt, da gibt es auch Normen, die explizit die Rechte des Kindes ansprechen und zeigen, dass das eben mitgedacht werden muss. Also ich denke, wir sind da auf jeden Fall auf einem ganz guten Weg. Da will ich gerne auch nochmal auf die von Daniel Mendler ja schon bereits angesprochenen Einstufungen seitens FSF, FSM und so weiter, USK zu sprechen kommen. Da haben wir also auch immer so Altersabstufungen, ne? Ab 0 freigegeben, ab 6 freigegeben, ab 12 freigegeben und so weiter. Und wenn wir jetzt mal auf die Gruppe der Preteens gucken, dann würde ich sagen, das ist vielleicht fast der schwierigste, die schwierigste Gruppe, weil die Spannbreite der Entwicklung auch so groß ist. Also ein sechsjähriges Kind hat natürlich ganz andere Bedürfnisse, einen ganz anderen Entwicklungsstand als vielleicht ein zwölfjähriges Kind, was also schon am Beginn der Pubertät steht. Wie geht man denn mit diesem Spannungsfeld um, dass man da so eine große Alterskohorte eigentlich abbilden muss? Und wie übersetzt sich das konkret sozusagen bei euch in Programm? Also wie kann ich mir einen Inhalt vorstellen, der diese Spannbreite mit abbildet? Also wie sieht so ein Inhalt aus, der für Zwölfjährige funktioniert, aber beispielsweise für bis Sechsjährige unbedenklich ist? Wie kann ich mir sowas vorstellen? Ja, also ich hatte das im Vortrag drin, dass dieses Label, was wir für 12-Tages-Programm verwenden, was ja im Grunde genau diese Programme wären, das kommt natürlich eigentlich aus einer Erwachsenenfernsehenwelt. Also da wäre jetzt das Beispiel, klassische Beispiel, wenn wir bei Vox ein Tagesprogramm CSI zeigen, dann ist das eine runtergekürzte Version davon. Dann ist das eine Krimiserie, die wir natürlich nach wie vor nicht ab 6 einstufen. Dann haben wir die aber, oder dann ist die aber insofern harmlos, als harmlos anzusehen, sage ich jetzt mal unter dem Begriff, weil es keine intensiv ängstigen Leichenbilder gäbe, weil es keine detaillierten Beschreibungen von Verletzungen oder Taten gibt, weil im Vordergrund immer das Gute, das gegen das Böse siegt, steht. Wir haben eine Auflösung am Ende. Das sind alles so Faktoren, die da reinspielen, warum man dann ein Programm, was eigentlich ab 12 ist, trotzdem so zeigen kann, dass, wenn wir davon ausgehen, dass irgendwie beim Umschalten ein jüngeres Kind das sieht, dass da erstmal nichts passiert, was das Kind in ein Dilemma bringt, sei es irgendwie durch die Ängstigung oder durch die Desorientierung. So, und diesen Ansatz nehmend, kann man das natürlich in gewisser Weise auch auf Preteen-Angebote übertragen und überlegen, wie funktioniert das da? Da gehen wir dann natürlich nicht über Gewalt und Crime-Sachen, denke ich mal, sondern wir gehen halt eher über diese, seien es irgendwie Challenges, wo man das Gefühl hat, Sechsjährige könnten sich da noch verletzen, seien das irgendwelche Schönheitsideale, die irgendwie gerade in der jungen Entwicklung noch schwerer zu verarbeiten sind. Und da ist eigentlich das zentrale Schlagwort kritische Einordnung. Also man kann sehr viel zeigen, auch schon Sechsjährigen. Das ist halt was sonst im Grunde das Elternteil oder der Erziehungsberechtigte, der daneben sitzt, übernehmen kann. Das versuchen wir dann für diese Freigabe mitzudenken und zu sagen, wenn wir ein Thema haben, was da auf irgendwie fruchtbaren Boden fällt in dieser Entwicklungsphase, dann müssen wir auch immer die kritische Einordnung bieten. Vielleicht lustiges Beispiel aus dem Zusammenhang, wenn wir über, das ist jetzt auch kein dezidiertes Angebot für Kinder und Jugendliche, aber wie gesagt, mein Arbeitsalltag passt da ja auch noch mehr, und das von meinen Kolleginnen und Kollegen. Und wenn wir zum Beispiel über Richtersendungen reden und da auch manchmal abstruse Fälle konstruiert werden und Verbrechen konstruiert werden, dann schüttelt der ein oder andere Erwachsene vielleicht den Kopf darüber, dass das
sehr immer sehr streng alles bewertet wird. Und im Grunde gucken wir schon immer, dass immer, wenn irgendjemand da ein Verbrechen begeht, dann wird das auch kritisch am Ende bestraft. So, dann wird man so dieser jungen Zielgruppe gerecht, ohne dass man diese Sachen überhaupt nicht erzählen dürfte. Oder halt in den Soaps, zum Beispiel, wo jemand dann gerne, wo jemand anfängt, Drogen zu konsumieren. Und das wird dann mit Sicherheit nicht zu einer Erfolgsgeschichte werden, sagen wir mal so. Sophie, Thema Alterseinstufung. Also die geben sicherlich so ein Stück weit Orientierung dahingehend, ist das was für mein Kind in einem bestimmten Alter? Aber inwiefern bietet das jetzt überhaupt eine Orientierung dahingehend, was die Qualität der Inhalte anbetrifft? Oder bin ich dann da als pädagogische Fachkraft oder als Elternteil denn doch wieder auf mich gestellt? Ja, also eigentlich, darauf weisen wir immer hin, dass es keine pädagogische Empfehlung ist. Ne? Also mein Beispiel sind dann immer Disney-Filme, da sind viele ab 0 freigegeben, aber das ist auch für viele 3, 4, für viele kleine Kinder einfach viel zu aufregend. Und da ist natürlich immer noch mal so eine individuelle Einschätzung des Kindes von den Eltern gefordert. Erstmal ist es ja gut, dass viele Eltern damit was anfangen können und dass sie das auch kennen und sich daran auch viele mehr oder weniger orientieren. Und diese Zusatzangebote, also was wir dann immer noch so zusätzlich empfehlen, wo es mehr um so eine pädagogische Einschätzung geht, wie zum Beispiel Flimmo oder den Spieleratgeber NRW, das kennen viele noch nicht und sind auch immer total dankbar, wenn wir denen das empfehlen, dass sie da noch mal gucken können und nachschauen können, ja, wie bewerten die denn diese Serie oder dieses Spiel? Und auch Fachkräfte nutzen das dann eigentlich ganz gerne. Aber das ist noch nicht so bekannt wie die Alterskennzeichen. Mhm. Ja. Sünje, auch wenn du jetzt auf die Altersstufen blickst oder wenn man sozusagen aus so einer regulatorischen Sicht da drauf schaut, wenn man also Online-Inhalte regulieren möchte, welche Rolle spielen denn da diese Altersstufen, speziell bei diesen, ich nenne es jetzt mal Übergangsgruppen, wie den Preteens, weil sie ja eben nicht nur in dieses eine Feld reingepresst werden können, so, sondern wir haben vielleicht noch einen 13-Jährigen oder wir haben eben so einen 9-Jährigen. Und wo gehört der denn eigentlich jetzt wirklich hin? Und dann ist er vielleicht noch auf einem anderen Entwicklungsstand und so. Wie ist das aber sozusagen aus einer regulatorischen Perspektive? Wie geht man mit diesen Altersgrenzen um? Ich glaube, das ist immer das Problem an Recht, wenn es starre Altersgrenzen setzt. Das ist eben einfach so, dass wir das Recht, das ist natürlich klar, dass wir hier individuelle Fälle haben, aber irgendwo muss das Recht, glaube ich, ansetzen. Wie jetzt, also die sind mit Sicherheit trotzdem relevant, diese Alterskennzeichen online. Da kann vielleicht Daniel mehr zu sagen, wie das abläuft, aber natürlich gibt es diese Kennzeichnung auch. Das bezieht sich aber immer alles nur auf diese statischen Inhalte. Das heißt natürlich, wenn wir uns jetzt gerade mal anschauen, soziale Medien, wo sich Kinder und Jugendliche befinden, da haben wir eben diese Alterskennzeichnung natürlich nicht. Das heißt, da macht eventuell Instagram eine Kennzeichnung von Beiträgen von über 18 oder unter 18. Das heißt, die geben sich sozusagen ihre eigenen Alterskennzeichen. Aber wir können sozusagen da nicht diese vom Gesetz vorgegebenen Alterskennzeichen auch in Social Media mitnehmen. Und das ist natürlich ein ganz großer Bereich. Ich weiß auch nicht, wie das funktionieren sollte, wenn jetzt jeder Influencer und jede Influencerin selbst den Content irgendwie bewerten sollte, weil es natürlich auch einfach Live-Übertragung teilweise ist. Das heißt, da sitzen dann eventuell Kinder vor oder Jugendliche vor, schauen sich gerade einen Livestream an und dann ist da eben was in dem Moment vielleicht nicht geeignet ist für die Altersgruppe, aber gesehen ist gesehen und wird natürlich am Ende auch nicht gespeichert irgendwo. Also das heißt, da haben wir diese, da spielen sie dann natürlich keine Rolle in anderen Bereichen, aber mit Sicherheit. Frage aus dem Publikum, die nochmal auf das, was wir davor besprochen haben, anknüpft. Und zwar, kompetenzorientierter Jugendschutz ist nicht so einfach. Hase-Igel-Phänomen. Wie können denn Eltern und Jugendschützer up-to-date bleiben, um besser begleiten zu können? Sophie, hast du eine Idee? Also es ist ja auch so, ne? Wir haben eine wahnsinnig schnelllebige Welt, immer neue Angebote poppen auf. Es wird ja wahrscheinlich etwas sein, was euch auch irgendwie begleitet. Auf jeden Fall. Also das, was ich vorhin auch meinte mit diesem
Erschlagenden ist, glaube ich, auch deswegen, wegen dieser Dynamik und weil viele auch das Gefühl haben, wenn ich mich jetzt einmal mit, weiß ich nicht, mit TikTok befasst habe, dann gibt es aber plötzlich wieder was Neues und was anderes und KI und so weiter und so fort. Ich weiß nur manchmal nicht, ob es wirklich notwendig ist, jedes einzelne Phänomen zu kennen und sich mit allen im Detail auszukennen oder ob nicht erstmal diese Grundhaltung dazu und bestimmte Grundwerkzeuge auch schon ein ganz großer Schritt wären. Also überhaupt diese zum Beispiel kritische Reflexion anzuregen und miteinander dazu im Gespräch zu sein, wäre schon viel mehr als jetzt häufig passiert und zu fragen. Und natürlich kann man dann immer noch viel mehr machen und noch viel mehr Werkzeuge vielleicht auch vermitteln und Kompetenz vermitteln. Aber ich weiß nicht, ob es immer so spezifisch sein muss, weil viele Werkzeuge dann ja auch für unterschiedliche Bereiche gelten, wenn ich mir die einmal angeeignet habe. Und wenn ich zum Beispiel mich mit Privatsphäre und Bildrecht beschäftigt habe, also ist es okay, einfach ungefragt Bilder weiterzuleiten, dann gilt es ja in ganz vielen Bereichen. Und das kann ich im Grunde schon im Kleinkindalter thematisieren oder vielleicht mit einem Kind, was eben gefragt werden kann, wie findest du das denn, wenn ich jetzt dein Foto hier an Oma weiterleite? Ist es okay für dich oder nicht? Und so langsam sich da heranzutasten und nicht irgendwann dann, wenn die Kinder selbstständig im digitalen Raum unterwegs sind, das Gefühl zu haben, ich muss jetzt alle Themen abarbeiten, die hier eine Rolle spielen können. Das ist dann natürlich so, sieht dann nach sehr viel aus. Aber ich glaube, wenn man von ganz klein an anfängt und immer je nach Alter eben sich diesen Themen so annähert, dann ist es vielleicht manchmal ein bisschen einfacher, als wenn man so einen großen Berg hat. Mhm. Ein anderes Thema, was wir jetzt noch gar nicht so sehr besprochen haben oder nur angerissen haben, ist das Thema Kommunikation im digitalen Raum, verbunden auch vielleicht mit der Angst oder zum Teil ja auch der realen Bedrohung von Mobbing. Wo können oder wie können Preteens denn, ich sag jetzt mal, Netiquette lernen? Also wie lernen Preteens, sich gut in digitalen Räumen zu bewegen, im Sinne von gut zu kommunizieren, respektvoll zu kommunizieren. Ist das etwas, was euch auch betrifft in eurer beratenden Praxis? Ja, also weil viele Elternabende, die angefragt werden, dann angefragt werden, wenn eben die digitale Kommunikation ausufert in irgendeiner Form. Und dann ist es eigentlich Intervention, wo wir eigentlich eher Prävention anbieten wollen. Und auch nicht mehr so leicht einzufangen. Ne? Ja, also ich denke, das kann auf ganz vielen Ebenen passieren, dass sie dafür sensibilisiert werden, indem es mitgedacht wird, indem der digitale Raum nicht immer nur noch als so ein Sonderthema behandelt wird, wo man mal einmal einen Workshop macht im Schuljahr, sondern es gibt ja viele Formate auch im Schulkontext zum Thema soziales Lernen oder wo es auch um eigene Grenzen geht, um darum, was sind meine Grenzen, was sind deine Grenzen, was ist okay im sozialen Miteinander. Und da kann der digitale Raum schon so langsam mit aufgenommen werden. Und dann spätestens, wenn die Mehrheit in der Klasse eben ein eigenes Handy hat und anfängt, auch miteinander zu kommunizieren, muss es eigentlich auch Möglichkeiten geben, darüber zu sprechen. Was sind denn unsere Regeln? Worauf müssen wir achten? Und gleichzeitig zu Hause in der Familie kann man darüber auch sprechen und zum Beispiel sagen, hier beim Familienchat, mein Bruder nervt mich, aber ich schmeiß den jetzt trotzdem nicht einfach raus. Auch wenn mir vielleicht manchmal danach wäre, aber ich glaube, dass wir manchmal so diese Momente, wo wir darüber sprechen können, verpassen, weil wir noch nicht so auf dieser Ebene manchmal sind, das so in Sprache zu transferieren, diese digitalen Themen, sondern das ist so selbstverständlich. Wir haben ja selber auch keine Medienkompetenz gelernt, so richtig in irgendeinem schulischen Kontext. Wir haben uns das, also sind da auch reingeworfen worden, unsere Generation, die Generation der Eltern. Und das mehr transparent zu machen. Wir sind ja ständig auch in digitaler Kommunikation mit, das kriegen die Kinder mit, da kann man eigentlich vieles auch besprechen. Und sagen, was ist okay, was ist nicht okay. Wenn ich jetzt ein Foto von dir hier gemacht habe, was dir peinlich ist, dann
leite ich das nicht einfach weiter an unseren Familienchat? Das finde ich ist eigentlich so ein ganz, ganz grundlegendes Beispiel. Und ansonsten ist es natürlich schwierig, manchmal da noch so mit im Gespräch zu sein, weil es dann eben schon auch diesen Impuls gibt von Privatsphäre auch bei Kindern, dass sie eben nicht wollen, dass man mit in den Chat reinschaut zum Beispiel. Und da ist dann immer die Frage, ist das was, was immer nur individuell gelöst werden muss? Kann es vielleicht auch manchmal im schulischen Kontext darüber Regeln geben? Das ist immer noch sehr unterschiedlich, ob es da überhaupt aufgegriffen wird oder jeweils bei den Eltern verbleibt, die ja auch nicht so miteinander vernetzt sind manchmal. Mhm. Sünje, wenn wir gerade auch über Mobbing sprechen oder auch andere sozusagen Formen von Gewalt, die einem eben im Internet begegnen können, Cybergrooming hast du ja selber vorhin auch schon angesprochen, Hassrede. Wie kann man denn von juristischer Seite aus wiederum Kinder besser schützen? Es gibt natürlich die eine Seite, ne, im Gespräch sein mit den Eltern und so weiter, aber sozusagen welche Möglichkeiten gibt es noch? Naja, also wie gesagt, es gibt schon einen ganz großen Rechtsbereich, in dem Interaktionsrisiken, viele von denen sind tatsächlich auch strafrechtlich teilweise einfach relevant. Also wenn ich mir Hate Speech anschaue, dann habe ich da definitiv strafrechtliche Tatbestände, die drin sind. Bei Cybergrooming zum Beispiel gibt es extra, also diese ganzen Phänomene sind ja eigentlich keine Rechtsbegriffe. Also Cybermobbing ist kein Rechtsbegriff, Hate Speech auch nicht, Cybergrooming auch nicht. Aber bei Cybergrooming haben wir beispielsweise die Besonderheit, dass dieses Phänomen tatsächlich in einem Paragraphen mehr oder weniger eingeflossen ist, in den 176b, der die Vorbereitung des sexuellen Missbrauchs. Das heißt, da habe ich schon zumindest strafrechtlich ganz guten Schutz in dem Bereich. Man muss aber natürlich sehen, dass Kinder und Jugendliche auch ihre Rechte kennen müssen und auch ihr eigenes Verhalten teilweise natürlich strafrechtlich relevant sein kann. Also gerade wenn wir uns beispielsweise so kinderpornografische Delikte anschauen oder jugendpornografische Delikte, dann haben wir tatsächlich, wenn wir uns die polizeiliche Kriminalstatistik anschauen, Zahlen, die belegen, dass viele der tatverdächtigen Personen tatsächlich minderjährig sind und viele eigentlich gar nicht wissen, dass ihr Verhalten irgendwie strafrechtlich relevant ist. Das heißt, das wäre wahrscheinlich schon mal der erste Punkt, dass man Kindern und Jugendlichen natürlich zum einen erzählt, was sind denn eigentlich eure Rechte, bezogen auch auf die Kinderrechte. Also ihr habt ein Recht auf Beteiligung und auf Schutz natürlich auch und Befähigung. Aber ihr müsst eben auch sehen, dass gewisses Verhalten auch von euch natürlich nicht in Ordnung sein kann. Also Beispiel Cybermobbing natürlich auch. Ja. Jemand aus dem Publikum schreibt, ist es nicht eher die Aufgabe von Erziehungspersonen, Richtlinien mitzugeben? Beim Doktorspielen sind Eltern ja beispielsweise auch nicht dabei. Sophie? Ja, also klar, dieses Thema Aufklärung ist auf jeden Fall was bei Eltern liegt. Ne? Also Aufklärung über genau diese strafrechtlichen Dimensionen, aber andererseits muss man ja auch eine Realität sehen, in der einige Eltern das tun und andere das aber auch nicht tun. Und die Kinder sind benachteiligt von den Eltern, die eben sich aus welchen Gründen auch immer nicht in der Lage sehen, das umzusetzen. Und da ist so die Frage, wie kann man dann ansetzen, wenn es vielleicht auch gerade Kinder betrifft, die vielleicht sowieso eher vulnerable Zielgruppe wären. Natürlich kann man immer sagen, ja, das ist die Aufgabe von Erziehungsberechtigten, das und das und das umzusetzen. Ich finde, was man schon auch mit bedenken muss, ist, es sind ja nicht nur Einzelfälle von Eltern, die damit offensichtlich überfordert sind. Und wir haben auch insgesamt eine Situation, in der Elternschaft von ganz vielen komplexen Anforderungen geprägt ist und Eltern an sich auch sehr unter Druck fühlen, das ist auch kein Einzelfenomen, sie auch vielleicht die Medienerziehung jetzt nicht als die Top-Priorität in der ganzen Liste sehen, also es ist ja schon mal, sie sind schon mal aktiver als vorherige Generation, was Medienerziehung angeht, das finde ich ja auch immer erstmal eine gute Nachricht, aber dass es immer noch nicht ausreicht, das ist
finde ich manchmal auch nicht unbedingt produktiv, jetzt immer nur in so eine Anforderungshaltung an die Eltern zu gehen. Es hat ja auch Gründe, dass sie es vielleicht bislang nicht tun. Also ich würde es, würde den Eltern erstmal mal unterstellen, dass sie das schon auch, dass sie eigentlich das Beste für ihr Kind wollen jeweils. Und dass es dann eben unterschiedliche Lebenslagen gibt, in denen sich Eltern mehr oder weniger in der Lage sehen, diese komplexen Anforderungen, die sie heutzutage haben, zu erfüllen. Und das ist ja, wenn man in den Gesundheitsbereich schaut, in den Ernährungsbereich, in den Bildungsbereich, überall sind Eltern gefordert, mit aktiv zu werden. Und um das Gelingen des Aufwachsens eben zu unterstützen. Und da haben Eltern auch unterschiedliche Ressourcen. Und das ist sicherlich was, wo man einfach auch von anderen Stellen noch mit unterstützen muss an bestimmten Punkten. Ich würde jetzt gerne mit euch allen in eine Schlussrunde gehen wollen. Und ich habe für jeden von euch zwei Fragen, für alle quasi dieselbe. Ihr dürft ihr nur aus jeweils eurer persönlichen Perspektive beantworten. Mich interessiert zum einen, wie kann ein effektiver Schutz von Preteens im Netz aussehen? Und wie können wir aber eben auch die Preteens zu einer kreativ-produktiven Nutzung von Online-Medien empowern? Und wir fangen mal mit Daniel Wendler an. Ja, wie kann man das beides unter einen Hut bringen? Das ist natürlich die Schwierigkeit. Ich glaube, wir können das schaffen, ohne die Kategorie 9 einzuführen, die mal einmal erwähnt wurde, weil das vielleicht mehr Chaos stiftet als hilft, sondern wir können uns von allen Seiten, die ich vielleicht auch so ein bisschen jetzt noch im Kopf habe, auch in meiner Präsentation, so ein bisschen das Beste rausnehmen. Also ich habe gesagt, wir können damit arbeiten, zu sagen, wir haben zwar Dinge, gerade in diesem 6- bis 12-Bereich haben wir eine Parental-Guidance-Regelung im Kino, wir haben eine Daytime-Freigabe als Abgrenzung zur 20-Uhr-Freigabe im Fernsehen, irgendwie vielleicht was Vergleichbares für den Online-Bereich schaffen und der dann halt auch, und das Ganze halt auch so verpacken, dass es verständlich ist, dass es von allen Playern irgendwie auch mitgetragen werden kann, ohne dass der Aufwand ausufert. Gerne auch das Ganze dann halt in den Schulen begleiten, weil ich sehe natürlich die Elternverantwortung da an erster Stelle, aber ich fände es eigentlich klasse, wenn wir das noch ein bisschen mehr an den Schulen aufgreifen würden, was bestimmt auch schon passiert. Aber da ist, glaube ich, da erwischt man sie auch nochmal und ja, also ich würde sagen, das sind so Ansatzpunkte. Und immer dranbleiben, weil es verändert sich ständig. Dann kann man das nicht immer warten, bis die nächste gesetzliche Novelle da ist, sondern das muss irgendwie dann auf einer einfachen Ebene funktionieren. Und da geht eigentlich in erster Linie wirklich über die Medienpädagogik das meiste dann, denke ich. Vielen Dank. Sind ja Andresen. Ja, ich denke, der Jugendmedienschutz, der gesetzliche Jugendmedienschutz hat ja in den vergangenen Jahren diesen Paradigmenwechsel von der statischen Inhaltebewertung hin zu eher zielorientierten Jugendmedienschutz angefangen und ist wahrscheinlich auch immer noch da drin. Wichtig ist einfach, dass dieser Gesetzesrahmen jetzt umgesetzt wird und auch die Akteure, die da gefordert werden in dem Bereich, ordentlich Unterstützung aus beispielsweise der Politik bekommen. Wir können nicht einfach einen neuen Gesetzesrahmen entwickeln und dann sagen, hier mach mal damit, wir haben das jetzt gut gemacht, sondern die Akteure, die da gefordert sind in dem Bereich, müssen eben einfach auch unterstützt werden. Das heißt, das ist ein ganz großer Bereich, der, glaube ich, sehr viel Potenzial birgt, sowohl auf europarechtlicher als auch auf deutscher Ebene. Aber ja, also ich denke, das ist ein großer Bereich und würde mich ansonsten Daniel Mendler anschließen, dass wir da einfach für Preteens schauen müssen, dass vielleicht andere Angebote auch noch attraktiver werden. Sophie Remmers. Ja, ich glaube, die Befähigung ist auf jeden Fall so ein Riesenthema, wo man einfach immer noch mehr machen kann und die Kinder auch zum Selbstschutz dann im Grunde zu befähigen und zu einer
reflektierten und aufgeklärten Nutzung zu befähigen. Und dafür braucht man aber natürlich auch erstmal die Erwachsenen, die das vermitteln können, also die Fachkräfte, die Eltern. Bei den Fachkräften sehe ich immer noch zu häufig eine grundlegend ablehnende Haltung gegenüber digitalen Medien und zu wenig Blick auf die Chancen. Da wünsche ich mir manchmal einfach eine offenere Haltung und einen ausgeglichenen Blick und auch einen realistischen Blick, dass eben die Befähigung wichtig ist als Schutz und nicht so ein Abstinenzforderungen ständig immer wieder laut werden und Verbotsforderungen an ganz vielen Stellen. Ich finde, das bringt dann in der Praxis wenig weiter und für die diverse Zielgruppe der Eltern und der Familien wünsche ich mir auch noch mehr Angebote, die vielleicht auch noch niedrigschwelliger sind. Also zum Beispiel auch viel, es gibt super Informationsangebote für Eltern, also über von Schau hin, über ClickSafe bis zum Elternguide. Aber ganz, ganz wenig ist davon mehrsprachig und wenig ist auch wirklich niedrigschwellig. Und vielleicht einfach noch mehr Formate, wo Eltern in den Austausch kommen auf lokaler Ebene, wo sie wirklich eben sich dann auch mal öffnen. Sowas wie Elterntalk finde ich ein super Projekt, was es in anderen Bundesländern gibt, also in Bayern und NRW und Baden-Württemberg. Dann sowas finde ich ein tolles Format, wo Eltern wirklich da, wo es knirscht, auch mal sich untereinander Tipps geben können, weil Ratschläge kriegen die schon auch echt viele. Und manchmal ist es auch ein bisschen viel mit den gut gemeinten Ratschlägen. Dann ist es vielleicht auch schön, sich einfach mit anderen Eltern auszutauschen und dann Dinge auszuprobieren und das dann an die Kinder weiterzugeben, so früh wie möglich. Ja, das fände ich toll. Vielen Dank. Dann nehme ich mit, wir müssen auf jeden Fall dranbleiben an der Entwicklung, das Ganze medienpädagogisch bestmöglich begleiten. Eltern sollten sich aber auch noch besser und schneller und einfacher informieren können, niedrigschwellig, mehrsprachig, um dann eben auch die Kinder zum Selbstschutz befähigen zu können. Ganz wichtig dabei, eine offene Haltung, auch den ganzen neuen Angeboten gegenüber, nicht zu sehr ablehnend den ganzen neuen digitalen Entwicklungen. Und gleichzeitig müssen wir aber auch den Jugendschutz konsequenter umsetzen und die Akteure auch dabei unterstützen, den Jugendschutz eben umsetzen zu können. Und damit bedanke ich mich mit diesen To-Dos ganz recht herzlich bei meiner Runde, bei Daniel Mendler, bei Sinja Andresen, die mir digital zugeschaltet sind und natürlich auch bei Sophie Reimers. Und ich bedanke mich auch recht herzlich bei meinem Publikum fürs Fragenstellen in der ersten und der zweiten Runde. Also vielen, vielen Dank. Wir beschließen den Tag für heute an dieser Stelle schon fast. Wenn Sie jetzt nämlich noch weiter ins Gespräch kommen wollen, denn das wurde ja auch gerade angesprochen, dann dürfen Sie das ganz gerne. Draußen können Sie noch ein bisschen zusammenstehen, was essen, was trinken, sich austauschen. Das wäre sehr schön. Dafür haben wir jetzt noch ungefähr ein Stündchen Zeit. Ich bedanke mich also recht herzlich schon mal, dass Sie alle da waren. Wenn Sie das alles super spannend fanden, dann dürfen Sie auch diese Veranstaltung gerne weiterempfehlen. Es gibt die nächste Ausgabe wieder im Dezember. Ansonsten kann man diese Veranstaltung auch gerne noch mal nachschauen bei YouTube, auf den Kanälen der FSM und auch bei Alex Berlin. Also auch da teilen Sie gerne, dann freuen wir uns, wenn noch jemand den Weg zu uns findet. Und damit viel Spaß und einen schönen Abend.